Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Ludwig Fusel. Ihr seht, heute sieht es alles etwas anders aus. Die Auflösung dazu kommt in den eigenen Video. Ein kleiner Hint steht hier hinten schon. Hier sieht man nämlich etwas alte, in Anführungszeichen alte Technik. Und ihr seht, dass der Hintergrund etwas unscharf ist hier. Das ist aber gewollt. Der Stuhl wird wahrscheinlich einen Tick scharf sein. Ich möchte ja den Fokus hier auf mich setzen. So, ihr seid wieder da. Was machen wir heute? Wir machen heute ein neues Video in der DirectX-Reihe, DirectX 12. Und zwar geht es heute um einen Layer-Stack, beziehungsweise einen Layer-Stack-Manager noch nicht, sondern mehr der Layer-Stack und einen einzelnen Layer. Layer-Stack-Manager habe ich noch nicht implementiert, weil ich wollte das Video jetzt hier veröffentlichen und das bietet sich dann an, eben dann gleich mit einer Implementation eines richtigen Layers und nicht so nur eines Test-Layers zu sehen, wie wir es heute machen. Deswegen werden wir nächstes Mal den Debug-Layer implementieren. Ja, kurz eine Einführung. Was ist ein Layer Stack Manager? Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt ein Spiel habe oder eine jegliche Anwendung, dann habe ich da verschiedene Anzeige-Layer. Zum einen habe ich natürlich meine Welt, in der ich mich bewege, der ganze 3D-Renderer, wo meine tolle Grafik gerendert wird, mein Raytracing, meine ganzen tollen Sachen, alles was so passiert da drinnen. So, das ist das Erste. Dann das Zweite Mal habe ich vielleicht irgendwie ein UI-Overlay, irgendwie so eine Item-Leiste, So ein Crosshair, so ein irgendwelche Indikatoren, irgendwelche Post-Effix, also ja, UI und Post-Effix sind was anderes, UI. Dann, wozu ich immer gerne tendiere, ist manche Post-Effix in den eigenen Layer zu schreiben, zum Beispiel eben, wenn ich jetzt, wenn man getroffen wird, dass man so einen roten Vignette bekommt, das in den eigenen Layer, der dann drüber gelegt wird oder allgemein Vignette, sowas kann man sich, bietet sich an, einen eigenen Layer zu machen, kann man direkt natürlich auf den anderen Zeug auch machen, aber ja. Wie gesagt, wie man halt das dementsprechend möchte. So, und des Weiteren möchte ich dann noch zu diesen drei Layern, die ich jetzt schon habe, eventuell noch ein UI haben. Das heißt, ich möchte drüber noch eine UI-Oberfläche haben, wo ich Simulationen ändern kann, die ich als Entwickler nutzen kann. So, das heißt, wir haben jetzt hier vier verschiedene Lagen, die unser Spiel quasi hat. Wir haben das Spiel an sich, wir haben irgendwelche Effekte, die noch drüber gelegt werden, wir haben eine UI und wir haben einen Debug-Ding. Sonst könnte man natürlich das alles schön einzeln der Reihe nach zeichnen auf das Ding. Aber meistens ist es ja so, dass der Vignette, der ist nicht von der Spielwelt abhängig. Und die Debug-Oberfläche ist zwar schon irgendwie mit dem aktuellen State der Engine und des Levels abhängig, aber es ist an sich vom Bild her nicht abhängig, was gerade irgendwo anders gezeichnet wird. Das gleiche mit der UI. Gut, da kann vielleicht sein, dass wenn ich irgendwo hinschaue mit der UI, dass ich dann irgendwie eine andere Mauszeiger oder so bekomme. Aber wie gesagt, das hat nichts mit der Bild zu tun, es sei denn, ich tue das mit Screen Space Pick and Place zum Beispiel. Aber dann könnte ich dementsprechend auch den letzten Frame nehmen, weil der wird ja schon nicht so verkehrt sein. Ja, und einfach aus diesem Grund, da ich das Ganze so unterscheiden kann, kann ich das Ganze eben in verschiedene Layer aufteilen, die übereinander gelegt werden. Das Praktische ist, wenn ich Debugging deaktiviere, mache ich einfach den einen Layer aus und zack ist es weg, das ganze Debugging-Zeug. Ja. Das ist jetzt so allgemein die Idee dahinter zwischen so einem Layer. Und Stack nennt man das, weil das alles übereinander gelegt wird. Deswegen ein Layer Stack. So, und dieser Layer Stack hat irgendwie Layer Stack Manager, der dafür zuständig ist, dass das richtig gezeichnet wird, richtig berechnet wird alles und vor allen Dingen alles übereinander auf die Swap Chain gezeichnet wird. Layer Stack Manager, wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht programmiert, sondern ich habe jetzt nur die einzelnen Layer programmiert. Ja, wie sieht unsere Anwendung aus, wenn wir sie im Moment starten? Da, wir sehen, sie sieht nicht anders aus wie sonst. Das Einzige, was ihr seht, dass ich hier hinten Warnings habe. Warum ich die habe, dazu komme ich gleich noch. Die sind aber im Moment gewollt, weil ich euch eben dadurch was zeigen möchte. Die werden quasi von mir provoziert und eben toleriert, die Layer. Ja, wie schaut so ein Layer aus? Ein Layer muss ich irgendwie implementieren. Und der muss dementsprechend auch so aussehen, dass er funktioniert. Der ist hier in Render.io im Layer Manager. Und zwar ist das hier einmal so eine Layer-Implementierung. So, wie sieht so eine Implementierung aus? Ein Layer hat ein paar Standarddaten, zum Beispiel einmal einen Namen und einen Boolean, ob er standardmäßig aktiviert ist, was standardmäßig auch einfach mal true ist. Zum Beispiel bei Debugging-Interface könnte ich jetzt hier false wählen oder bei einer Debugging-UI könnte ich hier false standardmäßig übergeben an diese Implementation oder an dieses Interface dementsprechend. Eigentlich ist es nicht nur ein komplettes Interface, es ist eigentlich ein Hybrid. Das Interface hat nämlich auch ein bisschen Implementierung. Aber am Anfang, wo ich angefangen habe, war es ein reines Interface. Ja,
Und dementsprechend bekomme ich halt hier irgendwas drauf. Wir sehen hier, wir haben ein paar virtuelle Funktionen, und zwar 3 Stück, die wir dementsprechend überschreiben müssen. Und zwar einmal init, destroy, das ist quasi Konstruktor und Destruktor eines Layers, denn der muss natürlich dann ausgeführt werden, wenn das Ganze läuft. Sowie eine draw-Function. Was macht diese draw-Function? Der draw-Function, es wird nicht nur draw vorkommen, sondern unser komplettes Update auch. Da kommt also unser Update and draw rein. Das können wir jetzt nochmal auseinanderklamüsern. Aber wir wollen hier kein hochperformantes Concurrent mit Jobified Game Engine schreiben. Jobified heißt, ich habe verschiedene Jobs, die unabhängig voneinander laufen. Und ich kann manche Jobs über einen Dependency Graph, könnte ich das dann fest einstellen. Dann miteinander verlinken die Jobs, dass quasi ein Job erstmal auf die Fertigstellung des anderen warten müsste. Wollen wir in dem Fall nicht. Ich zoome vielleicht nochmal ein bisschen ran, dass ihr besser sehen könnt. So, sorry. Wollen wir in dem Fall nicht, sondern wir wollen jetzt einfach nur ein System. Das Einzige, was ich eben implementiert habe, ist, dass jeder Layer seinen eigenen Thread hat, in den er arbeitet. Und dass wir quasi immer, der Final Draw läuft asynchron von den Draws von dem Layer. Von den Layern. Ja, also deswegen haben wir hier eine Draw-Function, und zwar brauche ich hier einmal eine Frame-Info, bekommt die Draw-Function. Was ist diese Frame-Info? Das ist übrigens hier ein Pointer, weil ich das woanders nicht benutze, das heißt, da kann ich theoretisch überschreiben, da muss ich keinen Speicher wasten. Ja, was ist diese Frame-Info? Die Frame-Info ist ein Strukt, da ist einmal ein Frame-Index drin, der gibt an, welche Nummer an Frame das ist. Ist ein UIN64, der könnte irgendwann überlaufen, muss man dementsprechend überprüfen, ob der überläuft, indem man eventuell wenn die Frame-Distanz zum alten Frame eventuell zu groß wird oder zu irgendeinem anderen Frame größer als erwartet wird, dann muss ich halt dementsprechend dann Überlauf-Guard noch implementieren. Dann habe ich hier eine Frame Start Time, das ist ein normaler IN64, weil der Wert, den man vom High Performance Counter vom System liest, auch ein IN64 ist, aber keine Angst, zu den High Performance Counter komme ich gleich noch. So wie eine Delta Time in Millisekunden, wie viel Delta Zeit seit dem letzten Frame vergangen ist, seitdem das letzte Mal geupdatet worden ist. Ja, was habe ich dann noch? Ich habe hier eine Comment List Proxy, dazu komme ich dann gleich, was das Ganze ist. Und ich habe einen Frame Buffer. Frame Buffer kennen wir ja schon, das ist der Buffer, in den ich zeichnen darf, der ist exklusiv für meinen Layer. So, was haben wir noch für Funktionen? Wir haben hier optionale Funktionen, die ich überschreiben kann, zum Beispiel onDisable und onEnable. Wenn ich nämlich den Layer mit einer Funktion deaktivieren oder aktivieren möchte, kann meine Implementierung hier zum Beispiel false zurückgeben, wenn ich das überschreibe. Und wenn ich hier false zurückgebe, heißt es, der Layer kann nicht deaktiviert werden. So könnte ich zum Beispiel nicht deaktivierbare Layer machen. Zum Beispiel UI kann man sagen, okay, die möchte ich vielleicht deaktivieren, aber das Hauptrendering, das möchte ich immer da behalten. Deswegen setze ich dann das zum Beispiel auf, also gebe ich hier immer false zurück. Oder meine Debug UI, wenn ich irgendwie gerade eine Messagebox in der Debug UI offen habe und dann versuche ich sie zu disable, gebe ich da eben auch false zurück, und solche Angelegenheiten werden müssen, an dem ich. Und Enable ist das gleiche Spiel, wenn Layer nicht aktiviert werden kann. Das wäre jetzt zum Beispiel im Release-Mode, könnte man das hier per Präprozessor-Makro Hardcore auf Return False programmieren für Debug-Layer, dass ich den quasi nicht aktivieren kann. On Enable und On Disable wird übrigens nicht ausgeführt im Konstruktor der Implementierung, sondern der Wert hier, der ist Gott gegeben und der wird akzeptiert, egal was die hier Funktionen zurückgeben würde. Das geht wirklich nur Disable und On Enable im normalen Ablauf des Programms. Standardmäßig Return, die einfach nur True, damit er eben das Ganze durchläuft, standardmäßig. Ja, GetLayer Enable State ist einfach nur eine Rückgabe, der Bool ist übrigens hier gespeichert. Und Z-Layer Enable ist eine, da können wir uns die Implementierung vielleicht mal anschauen, weil die ist recht interessant. Da checke ich erstmal, ob ich Enable muss oder Disable muss. Wenn ich Disable, Enable muss, schaue ich erstmal, ob ich, wenn ich schon Enabled bin, dann gebe ich natürlich False zurück, weil dann kann ich nicht nochmal einschalten. Ansonsten gebe ich nur False zurück, wenn OnEnable False geliefert hat, also ich nicht aktivieren kann. Das gleiche andersrum für OnDisable und ganz am Ende, wenn das hier durchgegangen ist, das heißt, ich habe meinen Status tatsächlich geändert und durfte ihn ändern, muss ich natürlich den Bool nochmal überschreiben und was zurückgeben. Dementsprechend true, damit die Operation hier erfolgreich durchgeführt worden ist. Ja, also fangen wir jetzt mal an mit den Utils, die ich geschrieben habe. Zum einen eben also mit den Time Utils, weil wir haben ja hier Frame Start Time und eine Delta Millisekunden Time.
Das Interessante hier, diese Delta-Time ist eine Delta-Zeit, das heißt, die ist eine unterschiedliche Zeit und die Frame-Start-Time ist eine absolute Zeit. Die könnte ich zum Beispiel nehmen, um irgendwie, wenn ich jetzt irgendein Event habe, was alle 5 Sekunden oder so passieren soll, könnte ich quasi immer dabei prüfen, ist das größer gleich 5 Sekunden, diese Frame-Start-Time. Die Frame-Start-Time ist dementsprechend in Mikrosekunden, müsste die sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das werden wir gleich sehen, aber. Und, ja, Mikrosekunden, richtig, ja. Und dementsprechend könnte ich dann da auf 5 Sekunden abpassen und dann irgendwas machen und mich dann wieder überschreiben. Ja, wie funktioniert das Time? Es gibt erstmal einen globalen Time-H-Header, der ist doch etwas kürzer geraten, wie ich es mir dachte. Und zwar definiert er einfach nur int64 auf Timestamp. Timestamp ist dementsprechend mein eigener Datentyp, der einfach nur int64 überschreibt. Hier können wir eigentlich auch mal hier den auf Timestamp umändern, weil das ist eigentlich ja ein Timestamp. Kleiner Fehler von mir. So, des Weiteren gibt es einen sogenannten HPC, mein High Performance Counter. Das ist ein Singleton, die Klasse ist noch gar nicht benannt. Und der High Performance Counter ist ein sehr genauer Zähler, der in jedem einzelnen Kern der CPU vorhanden ist, beziehungsweise von jedem einzelnen Kern der CPU darauf zugegriffen werden kann. Die haben alle die gleiche Frequenz, diese Zähler. Und vor allen Dingen sollten die auch nicht divergieren. Also da sollte schon was grob fehlschlagen, wenn der dementsprechend divergiert. Aber das Problem sollte man sich trotzdem vor Augen führen, dass es sein kann, dass zwei Threads zum gleichen Zeitpunkt eventuell da eine kleine Divergenz schon drin haben könnten. Aber im Moment geht, aber idealerweise geht man davon aus, dass man keine Probleme da hat. Man sollte da dementsprechend schauen, dass derjenige, der hier den Counter queried, für eben meine Berechnung von diesen beiden Werten, dass das immer der gleiche Thread ist. Und die anderen Threads konsumen ja dann diesen Wert nur und dann wäre das nicht so schlimm. Und wenn ein anderer Thread wirklich auch nochmal eine Query darauf ausführt, dann ist nachher sichergestellt, dass jeder Layer seinen eigenen Kern immer wieder bekommt. Das heißt, sie bekommen immer den gleichen Kern, jeder Layer, und hat dementsprechend auch wieder sichergestellt, dass der in sich auch konsistent ist. Also das ist in dem Fall hier kein Problem. So, also was ist dieser High Performance Counter? Das ist ein Singleton. Ich habe hier in diesem Singleton eine Frequenz gespeichert. Und zwar ist es die Frequenz von dem Zähler, weil der Zähler, der zählt wirklich nur. Der zählt pro Tick, zählt der hoch. Und was ich eben auch querieren kann, ist die Frequenz des Timers. Und in der Frequenz steht quasi drinnen, wie viele ich pro, ich weiß jetzt gar nicht, ob es pro Minute oder pro Sekunde ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall auch ein int64-Wert. Das ist hier kein Timestamp, weil das ist ja eine Frequenz. Und eine Frequenz ist kein Zeit-Timestamp, auch wenn es dementsprechend das gleiche wäre, aber das ist eine Zahl. Eigentlich könnte man das auch als uint32 dementsprechend darstellen, nicht 32, 64 auch darstellen. Muss aber in dem Fall nicht sein. So, was haben wir hier? Wir haben hier eigentlich relevant nur eine Funktion, und zwar die Public Static GXUtil Timestamp Query Counter, um den Counter dementsprechend abzufragen, welchen Wert der gerade hat. Und dementsprechend ist es ein Timestamp, das heißt, da wird schon dementsprechend die Frequenz rausgerechnet. Können wir ja auch sehen, im Konstruktor vom High Performance Counter queryen wir die Performance Frequency und machen hier eine Exception. Oh, die Exception ist, glaube ich, sogar falsch. Die Exception hier würde, glaube ich, sogar dazu führen, dass unser Programm einfach abstürzt, dass dann dieses Windows-Programm funktioniert nicht mehr kommt. Weil eine Exception, die nicht gehandelt wird, wo auf einen PC, der nicht mit Debug-Libraries gebildet ist und die Debug-Sachen hat, würde das dementsprechend hier einen Fehler geben. Asserts, die geben Debug-Breaks und da gibt es dann dieses nette Fenster, wenn man eine ID installiert, da möchten sie Anwendungen debuggen. Das wird in dem Fall hier nicht der Fall sein, sondern die Anwendung würde einfach crashen oder halt diesen Windows-Fehler bringen. Ich glaube, dass Windows in der normalen Main von Windows, wo CRT und das Ganze initialisiert wird, dass da wahrscheinlich sogar noch ein Try drinnen ist, aber ich weiß es nicht. Aber tendenziell ja, weil Exceptions, wenn wir hier sehen, hier hatte ich keine Exception, das war eine alte Ausgabe von vorhin. Da macht CRT irgendwas, glaube ich, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es ein Release auch tut, aber im Prinzip ja. Soll es auch egal sein. Müssen wir irgendwann vielleicht nochmal ändern. Aber im Moment, das sollte eigentlich nicht schief gehen. Also da darf das Programm gerne crashen. Der ist fehlgeschlagen. Natürlich wäre eine Ausgabe schön. Könnte man eigentlich sogar machen hier mit Messagebox, aber naja. So, was haben wir jetzt hier? Ich query als erstes mal die neue Zeit. Dazu erlege ich mir einen Timestamp an. Castet ihn zu einem Large Integer. Das passt, das funktioniert. Der Large Integer. Das ist ein, wenn wir uns hier die Definition anschauen, das ist ein Union. Und zwar
aus einem Struct, Low und High Part. Dummy Struct. Okay, das gibt's zweimal. Was ist da der Unterschied? Eigentlich keiner. Nur, dass er da nochmal New heißt. Whatever. Also es ist entweder ein D-Word und ein Long. Oder ein Long Long. Und ein Long Long ist ein 64-Bit-Wert und somit ein Int 64. Ja, deswegen kann ich das hier ganz einfach casten. Wenn hier ein Fehler passiert, dann kann ich natürlich eine Exception throwen, weil dann bin ich in einer kontrollierten Umgebung. Calculate Away Frequency, wieder mal eine tolle Namensbegebung von mir. Um die Frequenz rauszurechnen, multiplizieren wir das hier mit 1 Million müsste das sein. Um Position Errors wegzukriegen und teilen dann durch die Timer Frequency. Und was wir dann in Now haben, ist eben die Zeit in Mikrosekunden bei Query Counter. So. Ja, diesen Counter können wir queryen, aber tatsächlich interessant wird dann dementsprechend diese sogenannte Stopwatch. Diese Stopwatch hat die Aufgabe, ich habe hier überall die Namen vergessen, Mensch. Stopwatch to. So. Die Stopwatch, die hat verschiedene Stati, Start, Stop und beziehungsweise Operationen, Start, Stop und Reset. Kann ich für die Stopwatch ausführen. Die habe ich tatsächlich hier in den Innern gefasst, weil ich möchte, nämlich, dass ich nicht bei der Stopwatch theoretisch ganz kurz schreiben kann, Perform Timer Operation True oder False, hier wo der Int ist, weil Bool kann zu Int gecastet werden. Dann haben wir 0 oder 1, was dementsprechend Stop oder Start hier geben kann, damit ich da hier theoretisch ganz schneller noch drauf zugreifen kann und dann keine If und dann eine verschiedene Abfragen von verschiedenen Funktionen habe. Von daher, das ist dann nochmal ein Switch, aber im Prinzip wollte ich das einfach nur wegen der Schreibkonvention, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, was macht er hier bei Perform Timer Operation? Schauen wir uns gleich an. Wir schauen uns erstmal an, was die Stopwatch kann. Wenn die Stopwatch erstellt wird, kann ich ihr sagen, ob sie sofort loslaufen soll, wenn ich hier dementsprechend True übergebe. Ich kann ihr manuell sagen, Start, Stop, Reset, um sich zurückzusetzen. Perform Timer Operation ist dementsprechend Stopwatch Operation. Das wäre eben Start, Stop oder Reset. Diese Funktionen rufen nur diese Funktion tatsächlich auch auf. Und des Weiteren gibt es hier noch diese Funktion, die einen Int nimmt. Dieser Int wird dann eben zu diesem Enum hier gecastet, was dementsprechend die Übergabe von True oder False ermöglicht. Des Weiteren hat er zwei Funktionen. Einmal Float, Get Elapsed Millisekunden und Get Elapsed Mikrosekunden als GXUtil Timestamp. So. Ja. Des Weiteren hat die Stopwatch einen Bool, ob sie gerade läuft. Sie hat einen Timestep, an dem sie losgelaufen ist. Und sie hat eine Zeit, die sie sich abspeichert, die schon elapsed ist, also die schon durch ist. Ja, warum hat er das Ganze? Schauen wir uns doch mal hier an, wie das Ganze läuft. Es ist ja theoretisch möglich, dass ich sage Start, dann sage ich Stopp und irgendwann sage ich nochmal Start, ohne das Ganze zu resetten. Und dann möchte ich ja weiterzählen und deswegen muss ich mir bei Stopp in die schon elapsed Zeit dementsprechend die Zeit abspeichern, damit das Ganze so funktioniert. Ja, wie funktioniert das? Bei Start Immediately wird der Timer natürlich gestartet. Hier aber auch gesehen, Stopwatch Operation Start, Stopp Reset. Hier in der Perform Time Operation ein einfaches Switch. Wenn ich die Start Condition habe, schaue ich, ob ich im Moment nicht laufe. Wenn ich im Moment nicht laufe, setze ich meine TS Start auf den aktuellen Wert vom Performance Counter und sage Running ist True. Das heißt, jetzt mäßig kann ich quasi abmessen. Jetzt kann ich quasi hier ab einem gewissen, jetzt habe ich quasi den Punkt, Zeitpunkt vom High Performance Counter festgelegt, an den ich losgelaufen bin. Was passiert bei Stopp? Bei Stopp überprüfe ich natürlich erstmal, ob ich Running bin. Wenn ich Running bin, addiere ich auf mein Elapsed meinen aktuellen Counterwert minus meinen Startwert, das heißt die im Moment vergangene Zeit, und setze dann mein Running dementsprechend auf False. Überläufe habe ich hier auch noch nicht geprüft, das werde ich dann erweitern, vor allem wenn ich Probleme habe. Im Moment hatte ich jetzt mit Überlauf noch kein Problem, aber das kann eventuell sein, dass es irgendwann mal einen Bug gibt und dass wir das dann dementsprechend fixen müssen. Ja, Reset ist ganz einfach. Running wird bei Reset automatisch auf False gestellt und Elapsed auf 0.
Jetzt fragt ihr euch, warum setze ich hier UI Elapse bei Start nicht zurück, weil ich dementsprechend ja hier bei Start eventuell eine Stoppkondition davor hatte und dementsprechend weiterzählen will. Deswegen ist das alles so einzeln gemacht. Ich setze auch immer nur das Minimalste zurück, dementsprechend, dass es nicht zu viel Aufwand ist. Perform Time Operation ist hier auch nur ein Cast eben zu den Innamen, habe ich ja schon gesagt. Get Elapsed Mikrosekunden, jetzt wird interessant. Wir nehmen uns erstmal die UN64 aus unserem Return Value, den setzen wir auf unsere Zeit, die bereits elapsed ist. Und falls der Timer läuft, müssen wir hier noch den aktuellen Wert unseres Counters minus den Startzeitpunkt vom aktuellen Run drauf addieren. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Zeit auslesen, während der Timer läuft. Machen wir das Ganze Return. Ja, Elapsed Millisekunden ist ganz einfach. Wir holen uns die Mikrosekunden, teilen es durch 1000 Float und geben das dementsprechend zurück. So, das zu Zeitsachen. Jetzt wird es interessant. Und zwar Pointer Comment List Proxy. Das ziehen wir jetzt von hinten auf das Pferd, wie es eigentlich funktioniert, aber das ist überhaupt kein Problem. Also, da gibt es hier einen fetten Ordner Executing. Und da gibt es eben auch diese Comment List Proxy. Schauen wir uns doch mal an, was diese Comment List Proxy ist, beziehungsweise was die macht. Weil das ist unser Objekt, mit dem wir am meisten arbeiten werden. Ja, also, was haben wir denn hier für Sachen? Die CommentList-Proxy wird für einen CommentList-Manager erstellt. Interessiert uns jetzt erstmal nicht, was das ist. Hat einen Destructor und hat mehrere Funktionen, und zwar genau 3 Stück. So, was kann ich hier machen? Das Einfachste ist wahrscheinlich die Funktion hier, ID3D12 Graphic CommentList Pointer Get. Damit kann ich mir die CommentList geben lassen. Und wenn ich die Comment-List eben dementsprechend habe, kann ich eben darauf irgendwelche Aktionen durchführen. Ist schön und gut. Ich habe hier eine Funktion isDirty, die gibt mir an, ob die Proxy dirty ist, das heißt Comments auf der Comment-List recorded worden sind. Und wenn das der Fall ist, könnte ich zum Beispiel hier für diese Comment-List, für diese Proxy execute ausführen. Ja, dafür execute brauche ich einen Dispatch Mode und eine Comment List Execution Flag. Diese Comment List Execution Flag ist nur notwendig, wenn ich hier einen speziellen Dispatch Mode habe. Ich zeige euch mal ganz kurz diese Dispatch Modes, die es hier gibt. Die befinden sich hier. Und zwar gibt es hier verschiedene Modi. Und zwar Result Required This Frame, Result Required Now und Result Required Later. So, was ist das Ganze? Result Required This Frame ist ganz einfach. Wenn ich jetzt eine Draw Operation auf die Comment List gebe, dann brauche ich das noch im aktuellen Frame, also bevor dementsprechend diese Layer dann auf die anderen Layer draufgelegt wird und dann an der Swap Chain dargestellt wird. Das heißt, diesen Frame. Dann, wenn ich jetzt irgendwie einen Memory Transfer mache und ich brauche den Buffer wieder frei oder ich möchte danach irgendwas machen, kann ich auch sagen Result Require Now. Das heißt automatisch, dass diese Funktion blockiert. Das heißt, wenn ich Result Require Now übergebe, dann heißt es, dass das Programm so lange pausiert, bis eben diese Comment List abgeschlossen ist. Comment Require This Frame heißt, zack, das blockiert nicht. Und da seht ihr jetzt schon, worauf das hinführt. Ich habe nämlich mehrere Comment Lists für einen Frame. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, hier, zack, das brauche ich jetzt nicht mehr, diese Comment List ist fertig, zack, die brauche ich erst dieses Frame. Die brauche ich diesen Frame, also wird die gequeued, bis dann der ganze Frame ausgeführt wird. Require now heißt, ich brauche sie sofort. Und jetzt noch was anderes. Require later heißt, ich brauche sie irgendwann später. Stellen wir mal vor, wir laden irgendwas in die GPU. Das brauche ich später in meinen Frame. Oder ich brauche es erst in ein paar Frames, zum Beispiel Loading Screen. Da kann ich immer sagen, require later, weil das brauche ich erst später. Ja. So ist es auch dementsprechend gedacht, diese Funktionen. Und was wir hier sehen, der gibt einen Bool zurück. Und dieser Bool kommt nur zurück auf True, wenn dementsprechend die Operation auch ausgeführt werden konnte, die ich hier haben wollte. Ja, was ist dieser Comment List Execution Flag? Diese Flag wird gesetzt, sobald dann die List tatsächlich auch fertig ist, wenn ich das Require Later ausführe. Wenn ich Require Later ausführe, dann muss ich ihnen eine Flag geben, dementsprechend diese Comment List Execution Flag, und da kann ich hier eben abfragen mit Get Completed Value, und sobald ich hier True zurückbekomme, weiß ich, das Ganze wurde executed und ich kann jetzt die Ressourcen freigeben, ich kann sie anderweitig nutzen, ich kann meinen Frame dispatchen dementsprechend. Zum Beispiel könnte ich jetzt nämlich erstmal Copy-Operationen in einen Frame dementsprechend, wenn ich Copy-Operationen brauche, alle auf eine Comment List drauf tun, sagen, okay, zack, Require Later. Dann wird die ausgeführt.
Danach kann ich mein ganzes anderes Zeug ausführen. Ich kann sagen require next frame und dann sage ich hier getComp. Da könnte man jetzt noch so eine kleine Wait-Funktion hier theoretisch schreiben. Das wäre gar nicht mal so blöd. Da könnte man jetzt hier mal schreiben void wait. Wait for completion könnte ich hier zum Beispiel schreiben. So, wait until flag is set. Die können wir noch schreiben, die Funktion. Dann seht ihr auch gleich, wie das funktioniert hier. Wie ist das sagen? While Ausrufezeichen get completed value mm pause. While not completed sleep. So. Haben wir das auch mal implementiert und dementsprechend kann ich dann abfragen, wann das funktioniert. So. Jetzt ist aber interessant, wie funktioniert das Ganze. Im Moment hängt es ja im Raum. Normalerweise wissen wir ja, dass wir Blocking-Function haben und Not-Blocking-Function. Und um das uns anzuschauen, müssen wir ein bisschen tiefer in die Proxy einsteigen. Also, was macht die Proxy? Die Proxy bekommt einen Comment-List-Manager. Standardmäßig inkrementiert die. Ich habe da noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Und zwar ist es die Klasse gxDirectXCounted. Die Klasse xCounted hat was mit RefCounting zu tun. xCounted hat einen Destructor. Und zwei Funktionen, Increment und Decrement Ref, sowie einen eigenen Ref-Count privat abgespeichert. Der Destructor wird eine Exception ausgeben, wenn der Ref-Count nicht gleich 0 ist. Das heißt, wenn die irgendwie referenziert ist, dann gibt der Destructor eine Exception aus, weil dann würde dementsprechend irgendwas schief gehen. Kann sein, dass vorher schon eine Exception kommt, aber da habe ich das dementsprechend noch eben abgefangen. Das ist einfach nur, dass es da Ref-Counting ist und wenn eben eine Proxy diesen Manager verwendet, muss ich dementsprechend auch den RefCount erhöhen und dann dementsprechend den Destructor verringern. So, was sage ich jetzt an meinen Manager? Mein Manager müsst ihr euch vorstellen, der speichert ganz, ganz viele Commentlisten, eine gewisse Anzahl N, die er hat. So, das heißt, was ich bei meinem Manager sage, ist getFirstList. GetFirstList heißt nicht, dass ich die erste bekomme, sondern das heißt, dass ich für meine Proxy die erste Liste haben möchte. Das heißt, ich gebe ihm keine zurück. Ich sage quasi nur getFirstList, ich übergebe hier einen Pointer. Und den setzt mir der Manager dementsprechend. Wenn es hier fehlschlägt, gibt es eine kleine Exception. So, im Destructor ist das ganz ähnlich. Wenn die Commentlist dirty, wenn die Proxy dirty ist, das heißt, die Commentlist hat irgendwelche Probleme, muss ich die natürlich erstmal executen. Executing funktioniert hier und ist standardmäßig immer auf this frame. Ja, dann, was ich eben mache, ich muss natürlich dem Manager meine Commentlist auch wieder zurückgeben, denn ich habe mir ja hier eine geholt, eventuell bei execute. Die executed, werden wir gleich sehen, wenn ich die execute, gibt dann nämlich eine zurück, die wird executed und der holt sich eine leere, die gerade nicht bearbeitet wird, dass ich immer eine habe, an der ich arbeiten kann. Und dementsprechend muss ich ja immer, weil ich immer hier in dieser Proxy eine haben werde, ihn mit return list eine zurückgeben. Wenn er die nicht returnen kann, gibt es natürlich auch eine Exception, das sind alles Konditionen, die sollten nie erreicht werden, wenn man sauber programmiert. Wenn ich jetzt irgendwo einen Fehler mache und irgendwie zwei Manager durcheinander bringe, dann kann es sein, dass hier diese Exception hier kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Manager die ganze Zeit nehme und zu einem anderen zurückgebe, weil dann läuft der nämlich über eventuell. Der Manager ist zwar theoretisch in der Lage, doppelt so viel Comment Lists zu halten, wie er gedacht ist, weil er eben eine List für die gerade executed werden und eine Liste hat für die gerade frei sind. Deswegen hat er schon ein bisschen einen Overhead, aber dementsprechend ist das Ganze hier gecatcht. So, wie sieht jetzt Execution aus? Als erstes schaue ich, ob ich dirty bin. Wenn ich das nicht bin, return false. Das habe ich nicht expected, dass ich hier nichts tue. Dann schaue ich, if my pointer manager swap execute hier mit pointer comment list und dispatch mode und meiner flag, die ich hier übergebe. Swap execute heißt dementsprechend, nimm meine Liste, die ich im Moment habe, dispatche sie so und setze eventuell folgende flag. Wenn das hier fehlschlägt, heißt es, der konnte sie nicht executen. Dann versuche ich hier nochmal als letzte Lösung hier mit execute und wait die inline zu executen. Wenn das der Fall war, gebe ich false zurück, weil es nicht expected war. Funktioniert das Ganze mit Swap Execute? True, weil es war expected. Ja, get ist ganz einfach. Ich setze mein Dirty auf true und muss ich dementsprechend natürlich hier false setzen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. So. Eigentlich
sparen hier. Das kann ich jetzt zurücksetzen, dann haben wir nicht so viel. Doppeln Code. So. Wird Dirty auf True gesetzt und dann gibt er hier die Comment List zurück. Die Comment List in dem Fall hier, die er hat, ist, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ist eine GX DirectX Comment List, also unsere eigenprogrammierte Comment List. Deswegen wird hier Get mit dem Parameter False ausgegeben, weil ich muss meinen Status nicht sicherstellen, weil darum kümmert sich der Manager, dass ich meine Comment List im aktuellen richtigen Status kriege. Ja, ist Dirty, gibt einfach nur Dirty zurück. Ja, jetzt wird es natürlich interessant. Was macht jetzt dieser Manager? Schauen wir uns doch erstmal diesen Manager an. Der Comment, dieser Manager wird erstellt auf einen Kontext und auf eine Comment Queue und mit einer Anzahl an Listen, die er haben soll. Ist ja ganz logisch. Der Manager hat dann, keine Ahnung, sagen wir mal 24 Comment Lists. Das ist, glaube ich, sogar mein Beispiel, das ich genommen habe. Und die managt er, dass er die da rumgibt. Und der Layer bekommt die Liste, der Layer bekommt die Liste, der Layer hat mir was zurückgegeben, die wird gerade ausgeführt, die ist fertig, die kommt wieder auf meinen Idle Pool. Und das Ganze. Deswegen braucht er natürlich eine totale Anzahl an Listen, die er dementsprechend am Anfang beim Konstrukt erstellt. Ja, Destructor funktioniert ähnlich. Der muss dann dementsprechend die Listen hier wieder zerstören. Ja, hier haben wir auch unsere Funktionen getFirstList, swapExecute und returnList. Des Weiteren habe ich hier noch zwei weitere Funktionen, und zwar executeCommentList. Das wird benötigt, um die CommentLists, die für den aktuellen Frame, also mit dem Mode ResultRequireThisFrame, ausgeführt worden ist, wenn ich diese, das hier eben ausführe, dann, oder wenn ich die mit der Operation swapExecute ausführe, wird die erst gestartet, wenn ich executeCommentLists ausführe und dementsprechend noch ein Wait, um auf die eben zu warten. Da kommen wir gleich dazu. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir haben hier einen Pointer auf unsere Comment Queue. Wir haben zwei Comment List Pools, und zwar einmal meinen Pool Idle. Alle Comments, die Lists, die gerade idle sind, die gerade nicht verwendet sind, die fertig sind, die bereit sind, Comments zu akzeptieren. Und einen Pool Frame. Dieser Pool Frame hat eine Anzahl an, bekommt die Comment Lists, die eben dementsprechend hier mit der Übergabe Require des Frame ausgeführt werden. Des Weiteren habe ich einen Frame Pool State, und zwar ist das mein State für den, ist es mein Pool State für den Frame List, und zwar ist das hier in dem Fall State Record, das ist das hier oben. Kann einfach zwei Modi haben: einmal, dass die Listen, die im Moment in diesem Pool drinnen sind, recorded werden, und einmal, dass diese Listen, die da drin sind, gerade executed werden. Hat einfach nur damit was zu tun, dass ich dementsprechend hier meinen Status speichere, wenn ich hier execute und wait ausführe. So, des Weiteren habe ich Pointers Frame Stock Count. Pointers to Frame Stock Account. Das ist ein UInt Pointer. Wofür brauche ich den Pointer? Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir uns den Pool anschauen. Ich glaube, ich überspringe das noch, aber eigentlich ist es ein Pointer zu der internen Variable vom CommentList Pool Frame, wo drinnen steht, wie viele dieser Pool gerade in Stock hat. Also wie viele CommentLists gerade in diesem Frame Pool warten. Das ist ein Pointer, weil ich diesen Wert später verändern muss, denn ich setze diesen manuell dann wieder auf 0, wenn die CommentLists executed worden sind. Des Weiteren haben wir hier auch PTRs FrameList, also ein Pointer zum Pointer, ist in dem Fall ein Pointer zu einem Array. Und das ist eben auch das Array von dem List Pool Frame. So, des Weiteren habe ich noch ein eigenes Array. Und zwar mPointerExecuteArray. In diesem Array speichere ich mir jetzt ID3D12 CommentLists, denn wir wissen, wenn wir bei einer Queue mehrere Sachen gleichzeitig executen wollen, dann muss ich dementsprechend den Array übergeben. Und was ich hier später mache, ist manuell die rohen DirectX-Pointer von meinem Pool reinzukopieren. Das gleiche Mal habe ich natürlich auch noch ein Execution-Value, denn wenn ich auf der Queue was execute, bekomme ich ein Execution-Value zurück, auf den ich dementsprechend dann warten muss. Ja, bevor wir uns die Implementierung hier von den ganzen anschauen, schauen wir uns einmal nochmal diesen Comment-List-Pool an. So, wie schaut dieser Pool aus? Der Pool hat einen Konstruktor mit einer Capacity, einen Boolean, ob die Listen initialisiert werden soll. Wenn wir hier False übergeben, dann werden nur leere Slots angelegt. Wenn wir True angeben, werden die Listen dementsprechend auch initialisiert, und dann müssen wir einen Kontext und eine Queue angeben. Also das macht nämlich nicht der Manager, sondern das macht eben hier der Pool dementsprechend. So, ein Pool hat ein paar Funktionen, und zwar vier Stück genau, und zwar einmal Pull und Push. Mit Pull kann ich mir eine Commentlist vom Pool holen, der setzt dann dementsprechend einen Pointer. Und mit Push kann ich einen Pointer auf den Pool draufgeben.
So, und jetzt kommt hier diese netten Funktionen, wofür ich eben meinen UInPointer und meinen ArrayPointer brauche. Und zwar einmal hier UInPointerPointer, also Pointer zum Pointer, PPUIStock und PPArrayBegin. Also die, wenn ich diese Funktion hier ausführe, wird über diesen SpinLock hier dieser Pool blockiert. Das heißt, dieser Pool nimmt jetzt keine Operationen mehr an. Und ich kann extern mit eben diesen Array und diesen UInStock, also den und den hier, arbeiten. Der Lock ist eben, um das hier und das hier zu guarden, und die Capacity ist einfach nur eine totale Kapazität von den ganzen, die ist eh konstant. Also kann ich mit getPointerLock dementsprechend ein Lock auf diese komplette Struktur setzen und dementsprechend jetzt auf die Rohdaten von diesem Pool drauf zugreifen, was ich eben später brauche. Und mit Unlock kann ich das Ganze eben unlocken. Ganz einfach. Schauen wir uns die Implementierung von diesem Pool an. Als allererstes Allocate Memory. Ah ja, ich muss mit euch noch reden. Was ist denn ein SpinLock? Ein SpinLock ist ein Mechanismus, um Concurrent zu programmieren. Und zwar allgemein habe ich ein Interface geschrieben, und zwar das iLock-Interface. Ein Lock, in dem Fall haben wir ein SpinLock. Ein Lock ist dafür da, um Concurrent, wenn ich zwei Threads habe, die auf die gleiche Ressource drauf zugreifen, das Ganze zu synchronisieren. Ein Lock kann ich acquiren und releasen, beziehungsweise auch try acquire. Try acquire gibt dementsprechend true zurück, wenn ich es nehmen konnte, das Lock. Und was eben sichergestellt wird, das sind sogenannte, ich glaube, intrinsic instructions, müsste es, glaube ich, heißen. Das sind Instructions, bei denen sichergestellt ist, dass sie genau einen Buszyklus bekommen. Das heißt, es ist dann nämlich sowas wie test and set oder clear. Das heißt, was dann eben sichergestellt wird, ist, dass immer nur ein Kern auf den Datenbus im Moment zugreift, auf meinen RAM da unten in der PC-Kiste drin. Das quasi, normalerweise läuft es ja so ab. Ich schaue mir den RAM an, lese den Wert, der drinnen steht, vergleiche den dann in der CPU und schreibe wieder. So, jetzt sehen wir schon, ich lese diesen Wert, der nächste Core liest den Wert, ich schreibe den Wert, der nächste Core schreibt den Wert, und schon haben wir ein Problem. Und deswegen gibt es eben diese intrinsic instructions oder auch andere. Es gibt auch spezielle Sachen wie Mutexe. Das ist was im Betriebssystem gelöst ist. Der Mutex schaut eben dann nach, wenn ich von einem Thread das ausführe, dass in der Zeit, wo dieser Mutex gelockt wird, kein anderer Thread darauf zugreift. Der bekommt dann einfach der muss dann eben warten oder bekommt einen Fehler oder whatever. Aber dementsprechend mit Spinlocks sind einfach besser, weil ein Mutex ist ein Systemcall, und deswegen wollen wir das vermeiden. So, also so ein Lock kann ich acquiren, ich kann es versuchen zu acquiren und ich kann es releasen. Schauen wir uns doch mal so ein Lock an, und zwar das sogenannte Spinlock. Das Spinlock ist um eine STD Atomic Flag gebaut, und zwar Atomic ist eben so eine Intrinsic Instruction, glaube ich, heißt das Ganze. Ich sage jetzt einfach mal Intrinsic Instruction. Und die hat eben diese Funktionen, und hier sehen wir, der überschreibt hier Acquire, Try Acquire und Release. Dementsprechend Try Acquire schaue ich hier Test and Set, das setzt er immer, aber er testet auch, was vorher drinnen war. Und der Test würde dann dementsprechend false ergeben, wenn das Ganze nicht acquired ist, deswegen wird das Ganze nochmal invertiert und dann bei Try Acquire zurückgegeben. Acquire ist im Prinzip auch nur mmPause um Try Acquire. Clear ist ganz einfach. Das Einzige, was man hier immer noch angeben muss, ist eben die Memory Order Release und Acquire, damit ich was sogenanntes, nennt sich Instruction Reordering, da ordnet zum Teil die CPU oder der Compiler. Die CPU tut tatsächlich auch Instruction Reordering machen, aber der Compiler eben auch, und das verhindert eben beides, dass ich eben sicher gehen kann, dass wir kein Instruction Reordering haben. So, Release und ja, genau, Clear haben wir hier initial auch nochmal drinnen. So, des Weiteren habe ich noch einen Lockguard geschrieben. Das ist im Prinzip nur eine nette Funktion. Das ist einmal ein Konstruktor, der übernimmt einen Pointer zu einem Lock und hat einen Destructor und speichert sich auf diesen Pointer. Was der im Prinzip macht, ist im Konstruktor acquiren und im Destructor releasen. Das ist einfach nur so, dass ich dann, sobald eine Funktion out of scope geht, dementsprechend das Lock auch immer freigegeben wird. Oder eben eine For, die out of scope gibt. Dass ich nicht immer, wenn ich jetzt eine große Fallunterscheidung habe mit if das return das, dass ich mich immer erst schreiben muss release return, sondern einfach oben mal diese Klasse angeben kann und die tut dann automatisch das Ganze releasen. Gibt es übrigens auch ähnlich für Custom Allocators, für Memory Allocation. Ja, was macht jetzt dieser Comment List Pool? Als allererstes werden diese Comment Lists allocated, size of pointer from X Comment List Type mal Capacity, bla 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 bla.
Wenn ich das Ganze initialisieren soll und meine Pointer nicht stimmen, gibt es hier noch eine kleine Exception. Ansonsten wird hier das Ganze mit New initialisiert. Ja, ich setze hier in diesem Tutorial komplett auf New und Delete, also auf schön Segmented Memory, also nicht voll Continuous Memory, sondern schön segmentiert das Ganze. Und das sollte man natürlich im produktiven System nicht machen, da schreibt man Custom Memory Allocator, aber in dem Fall hier machen wir so. Wegen Cache Coherency. Und vor allen Dingen allgemeines Memory Management. Wenn ich mir das Memory Management selber abnehme, dann muss das nicht der Kernel machen und ich kann daraufhin optimieren und gleichzeitig auch noch, dass ich eben dementsprechend noch Cache optimiert programmieren kann, wenn ich wirklich weiß, alle meine Commit-List liegen nacheinander im gleichen Speicher. So kann es sein, dass ich new aufrufe, irgendein anderes Programm new auflöst und dazwischen irgendwas anderes liegt. Quasi meine drei meiner Commit-Lists, dann liegt irgendwas von einem anderen Programm drin, dann kommen wieder meine Commit-Lists und das ist nicht schön. Sieht vielleicht hier von den Adressen aus, als ob es alles hintereinander liegt, weil wir Virtual Memory haben, aber eben der Schein trügt da. Ja, wenn der Pool voll ist, wenn ich das Ganze initialisiere, ist mein Pool voll, also auf Capacity. Der Stock ist auf Capacity und ansonsten ist der Pool empty. Destructor ist ganz interessant und zwar gehe ich da von 0 bis so viel wie ich habe und lösche die. Denn der Pool, wenn eine Comment List in einen Pool ist, dann ist das der einzige, der darauf im Moment eine Referenz hat zu dieser Comment List, zu dieser GX Comment List. GX Direct X Comment List. Das ist der einzige, der den Pointer im Moment hat und der besitzt diesen Pointer und dementsprechend muss der den Pointer auch löschen. Deswegen könnte man jetzt sagen, komm, nimm doch Smart Pointer. Ich bin kein Fan von Smart Pointern, weil ich sage, wenn ich mir eine Architektur hier ausdenke, dann ist das sicher, dass das Memory Management so ist, wie es ist, weil ich denke mir das Memory Management auf. Für mich ist der Fall, wenn ich Smart Pointer verwenden muss, dann... Oder wenn ich standardmäßig Smart Pointer verwende, dann heißt das für mich meistens, ich habe keinen Plan, was mein Memory Management gerade macht. Ist eine persönliche Einstellung von mir. Ich sage, ich möchte mich immer damit informieren, wenn ich mal irgendwas wie Smart Pointer-mäßiges brauche, dann implementiere ich das auch. Klar, genauso wie hier. Jetzt hätte man natürlich sagen können, hier, warum schreibst du hier EX counted? Nimm doch einfach einen Smart Pointer dafür. Nein, weil wenn hier was nicht passt mit den Ref Counts, wenn was zerstört wird, dann ist das ein Fehler, was schwerwiegend ist. Und dementsprechend möchte ich mich ja nicht mit Smart Pointern das Ganze schönreden. Ja, also gehen wir einfach weiter. Das Ganze wird dann natürlich auch nochmal hier der Block, den ich hier mit malloc allocated habe, gefreed. Gehen wir weiter, pull, die Funktion wird geguardet mit eben diesen lock guard und auf den lock, denn nur wenn im Moment keiner extern zugreift, kann ich darauf zugreifen. Das ist auch gleichzeitig noch genutzt, um eben hier immer nur eine Funktion auszuführen. Das hier stellt quasi sicher, dass immer nur ein Thread auf diese Klasse zugreifen kann und mit der arbeiten kann. Als allererstes mal checke ich, ob ich was im Stock habe. Wenn ich was im Stock habe, setze ich meinen Pointer, den ich übergeben bekommen habe, und dekremente meinen Stock. So, ihr seht, ich überschreibe jetzt kein Memory auf 0. Das heißt, das, was im Moment an diesem Slot im Array drin entsteht, ist noch gültig, aber eben dadurch, dass der Stock dekrementiert worden ist, nicht mehr relevant. Das kann ich mir sparen, da dementsprechend den Speicher zu überschreiben. So, das gleiche bei Push. Bei Push muss ich natürlich erstmal schauen, ob meine Capacity gleich Stock ist. In dem Fall gebe ich False zurück, weil dann kann ich das Ganze nicht. Ich gebe es zur Liste hinzu und inkrementiere meinen Stock. Get Pointer Log. Als allererstes mal schaue ich nach, ob hier die ganzen Parameter passen. Dann überprüfe ich, ob ich acquiren kann. Wenn ich das nicht kann, heißt es hier, 0, passt sogar 0. Dann gebe ich hier 0 zurück, denn meine Capacity ist in dem Fall 0. Und wenn ich hier 0 zurückgebe, dann heißt das, ich konnte das Ganze nicht acquiren. Danach setze ich meinen externen Pointer und gebe meine Capacity von den ganzen Gedöns hier einfach zurück, damit ich einfach weiß, wie viele habe ich jetzt denn hier in meinem Array, wo ich hier einen gewissen Stock habe und hier meinen Beginn, weil es kann sein, dass ich da was auffüllen möchte, beispielsweise. So, GetPointerUnlog ist auch einfach nur LogRelease. Ja, das zum Pool. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der CommentListManager diesen Pool verwendet. Also als allererstes mal werden natürlich der Idle Pool erzeugt mit der Comment List Count und True sowie den Kontext und der Comment Queue. Das heißt, der Idle Pool erstellt tatsächlich die Comment Lists. Der Frame Pool ist zwar genauso groß wie der Idle Pool, erstellt aber nichts selber. So, die Comment My Pointer Comment Queue wird dementsprechend auch auf meine Comment Queue gesetzt, weil die brauche ich. Deswegen dementsprechend auch Increment Ref und dem Destruktor das äquivalente Decrement Ref.
So, als nächstes möchte ich mir ein lokales Array erstellen für meine Executing Comment Lists. Da kommen wir gleich dazu, wann wir da auffüllen. Jetzt auch in dem Fall hier Comment List Count, weil ich muss immer davon ausgehen, dass maximal meine Comment Lists ausgenutzt sind. So, die Structor muss ich als allererstes mal schauen. Oh, da ist noch To Do. Wenn mein State Executing ist, dann sage ich hier Wait, und zwar Wait for Comment Lists. Und danach free ich mein Executing Array und alles andere clean up, das heißt von den eigentlichen Comment Lists, ist hier vom Idle und vom Frame Pool. Die machen das, die kümmern sich drum, überhaupt kein Problem. So, getFirstList ist ganz interessant. Ich nehme mir einfach von meinem Idle Pool mit Pull eine Comment List und gebe das Return Value zurück. Wenn das fehlschlägt, gibt es dementsprechend das an die aufrufende Funktion weiter. Jetzt kommen wir, lassen wir mal Swap Execute erstmal aus. Ich möchte erstmal Rest erklären. Return List ist einfach nur Push. Und ja, jetzt schauen wir uns den Swap Execute. So, als allererstes mal schaue ich, ob ich im Executing State gerade drinnen bin. Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht expected, dass dieser Call kommt. Gibt es hier eine kleine Exception. Danach hole ich mir als allererstes mal eine Comment List, und zwar die ich hier übergeben bekommen habe, also dereferenziert hier den Pointer. Damit speichere ich mir einfach nur ab, hey, das ist die alte Comment List von meiner Proxy, die das eben dementsprechend aufruft. Was ich als nächstes mache, ich gebe der Proxy die neue Liste. Wenn das nicht funktioniert, gibt es hier eine Exception out of Comment List, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen, dann habe ich keine Comment Lists mehr. So, danach kommt ein kleiner Switch, und zwar der sogenannte Dispatch Mode. Schau mal, fangen wir mal an mit Require This Frame. Require This Frame ist ganz einfach. Ich nehme mir meinen Pool für diesen Frame und pushe die Comment List, die alte Comment List von meiner Proxy, push mir die auf meinen Pool Frame, auf meinen Frame Pool. So. Wenn ich sie jetzt brauche, ist auch ganz einfach. Ich execute die aktuelle Comment List, warte auf die Comment List und schiebe sie dann auf den Idle Pool, weil wir erinnern uns, wir haben hier mit Pull schon eine neue geholt. Also kommt die dann dementsprechend wieder auf den Idle Pool. Interessant ist Result Require Later. So, was ich hier mache, ist, ich überprüfe erstmal meinen Pointer Flag, weil den brauche ich jetzt, sobald ich Later ausführe. Habe ich den nicht, gibt es eine kleine Exception. So. Was jetzt passiert, ist eine Operation auf den sogenannten Async Comment Executor. Und bevor wir den Code hier verstehen, müssen wir uns diesen Async Comment Executor nochmal anschauen. Der Async Comment Executor hat eine eigene Structure, und zwar ein sogenanntes Async Pair. Ein Async Pair besteht aus einer Comment List, aus einem Comment List Pool und aus einem Pointer zu einer Flag. So, was ist dieser Async Comment Executor? Der Async Comment Executor ist ein Singleton. Oh Gott, die ist ja lang, die Klasse. Der hat ein paar Static-Funktionen, und zwar einmal die Static Void Init, um den zu initialisieren mit einer gewissen Capacity, und eine Static Void Destroy, um ihn dementsprechend dazu zu zerstören. Sowohl einen Static Pool Queue Execution. Queue Execution, in dem Fall übergebe ich eine Comment List, einen Pool und einen Pointer zu meiner Flag. Dann hat eben, nachdem ich diese Funktion ausführe, hat eben dieser Executor die Macht über das Objekt und arbeitet damit. Gibt auch True zurück, wenn er das Ganze richtig macht. So, jetzt haben wir hier noch, ich habe hier noch ein paar mehr Public-Funktionen, und zwar einmal QCommentList, dementsprechend jetzt nicht als Static, hat die gleichen Parameter hier und gibt auch ein Bool zurück, wird von der Funktion hier aufgerufen, das ist nur ein kleiner Wrapper, damit ich mir das beim Singleton, hat man ja eigentlich mit GetInstance zum Beispiel, und dann QCommentList, das spare ich mir gerne, indem ich das hier so encapsulate und dann hier noch eine kleine Doppelung drinnen habe, aber dementsprechend ist das ein bisschen schöner so. Passt noch hier gar nicht, die Parameter sehe ich. Kann ich hier auch nochmal anpassen, die heißen ja gleich. Ja, was hat der? Der hat einen Async Pair Pointer, das ist ein Array in dem Fall, zu ganz vielen Async Pairs. Ich habe eine gesamte Capacity, ich habe ein UInt, wie viel ich nutze. Ich habe einen Pointer. Ich habe ein UIN64-Array, und das ist eine Implementierung von einem dynamischen Bitset, nicht Templaten-Bitset.
Und zwar ist es ein Bitset, wo ich sage, welche Slots ich use. Weil jetzt haben wir ein Problem. Wir starten hier, sagen wir mal, 20 Comet Lists gleichzeitig. So, jetzt kann es mal sein, dass die Comet List 3 als erstes fertig wird. So, jetzt muss ich mir ja irgendwie merken, dass die 3 fertig ist, dass während die anderen exekuten, wenn jetzt noch ein SNQ reinkommt, der dann dementsprechend auch den Slot 3 benutzt. Und deswegen ist das eigentlich die am wenigsten performante Option, weil wir hier eben so ein bisschen was mit Tracking haben. Das andere sind Pools, da gehen wir drauf, ziehen weg, zack, zack, zack. Überhaupt kein Problem. Und ja, im Prinzip ist es eigentlich sogar, das ist ein Pool, weil sie alle gleich groß sind. Wenn es verschieden groß wären, wäre es ein Stack. Das ist immer so die Unterscheidung, auch bei Memory, Stack, Pool. Sag mal, wir haben Stack, Pool, Dual Stack. Ja, das sind so die gängigen Allocator-Typs. Und was wir hier haben ist, wir haben, ja, das ist sogar ein Stack, sorry. Der eigentliche Pool ist tatsächlich sogar ein Stack. Das ist eigentlich ein Pool, weil ein Pool heißt, ich habe so und so viele Slots und ich kann random irgendwelche nehmen. Und Stack heißt, ich habe zack, 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 zack. Eigentlich ist das falsch. Der Commentless Pool müsste eigentlich Commentless Stack heißen. Ja, ich habe hier noch ein Bitset und damit mich mir die Sache ein bisschen leichter macht, habe ich hier noch einen kleinen Hint. Das ist einfach ein U64, da steht, welcher Index als nächstes frei sein könnte. Der wird dann halt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen freien Slot gefunden habe und den nutze, wird er zum Beispiel auf den nächsten gesetzt, weil ich standardmäßig ausgehe, okay, der nächste könnte ein freier sein. Wenn er da nicht frei ist, würde der mal weiter hochlaufen, wenn ich einen neuen Slot suche, bis ich einen freien finde. Sehen wir aber gleich. Des Weiteren habe ich hier einen kleinen Flag, Thread should exit. Der muss hier nicht concurrent ausgeführt werden. Warum Thread? Weil dieser Async Executor läuft in den Thread, weil ich muss ja kontinuierlich überprüfen, ob welche Lists fertig sind. Und weil ich eventuell später noch die Möglichkeit einbauen möchte, dass das Ganze non-blocking läuft, dass ich auch mehr Comment Lists nutzen könnte, theoretisch, wie ich habe. Dass ich dementsprechend dann warte, bis wieder eine frei wird und deswegen braucht der seinen eigenen Thread. Ja, deswegen hat er auch dementsprechend einen Handler, weil der einen eigenen Thread benötigt. So, hier haben wir einmal den Haupteinstiegspunkt für den Thread. Hier, der ist hier dementsprechend static, weil Threads brauchen einen statischen Einstiegspunkt, haben aber einen LP-Void. Der LP-Void ist eben dementsprechend ein Pointer auf das aktuelle Objekt. Deswegen gibt es hier noch eine interne Thread-Proc. Hier ist ein kleiner Spin-Lock, um eben hier das Ganze zu guarden. Und hier ist mein Singleton Instance, das gleiche. Hier diese Async Pair Array, das wird eben von dem Lock hier geguardet. Und das Lock ist eben static, weil ich dementsprechend auch von anderen Stellen hier auf meinen, beziehungsweise weil ich glaube ich schon static allein schon auf mein Ding locke und noch gar nicht dynamic. Schauen wir uns das Ganze an. Spin Lock und Singleton werden hier defined. Init-Funktion already, wenn ich zweimal call, gibt es eine Exception, sonst create, wenn ich destroy calle und das initialisiert wird, gibt es eine Exception. Interessant ist jetzt Q-Execution, da als allererstes mal hier mein Lock nutze ich hier und danach schaue ich, ob mein Pointer tatsächlich valid ist und wenn das der Fall ist, rufe ich das Ganze auf meiner Static Instance auf. So. Als allererstes schaue ich mal, ob meine Capacity gleich meinen Used Slots ist. Wenn das der Fall ist, weiß ich, ich habe keinen Platz dafür, also Return False. Damit ich mir dieses. Jetzt würde ich mir den Worst Case sparen, dass ich doch alle Slots im Bitset durchprüfe, keinen freien finde. Dann habe ich nämlich meine Zeit verschwendet. Das ist der absolute Worst Case, den es gibt und der wird hier dementsprechend hier verhindert. So, jetzt haben wir hier eine kleine Slot-Finding-Algorithmus. Als allererstes mal setze ich meinen aktuellen Slot, auf den ich prüfe, auf meinen Next Free Index. So. Next Free Index deswegen, weil da haben wir gesagt, da könnte einer sein. Zweitens haben wir hier einen Bool Slot Valid. Solange der false ist, versucht er sich einen Slot zu finden. Ich weiß, dass ich hier einen Slot habe, weil hier. Die Überprüfung ist nicht fehlgeschlagen, habe hier keinen Return gehabt. Also weiß ich, ich habe auf jeden Fall einen freien Slot. Als allererstes mal brauche ich einen Flat Index. Einen Flag Index. Und zwar ist das der U64, in dem ich auf mein Bit prüfen möchte, das mache ich eben hier mit geteilt durch 64 zum Float konvertiert und mit Floor auf nach unten gerundet. Dann nehme ich meinen Slot Modulo 64, um dementsprechend meine Bitposition rauszukriegen, also von 0 bis, von 0 bis 64, genau. Weil ich dann nämlich hier meine 1ULL, also 1 Unset Long Long, da ist quasi das erste Bit gesetzt, dann um 0 bis
63 verschiebe, also vom 1. bis zum 64. Bit, beziehungsweise vom 0. bis zum 64. Bit, je nachdem wie oft ich schiebe, abprüfe, das hier mit einem und, also einem logischen und, also nicht logisch im Sinn von logisch, sondern logisch im Sinn von jedes einzelne Bit wird mit einer und-Operation überprüft, denn ich habe jetzt hier eine Bitmask und diese Bitmask heißt und wenn, ich habe hier in dieser Bitmask ein Bit gesetzt und was wichtig ist, dass beide eben gesetzt sind, wenn hier in meinem Bitset an den Flag Index, also an der aktuellen Flag, den wir hier definiert haben, aus diesen verschiedenen Anzahl an, im Moment ist es eh nur eine, aus diesem Array an UIN64, also 64 Bitsets, wenn jetzt an dieser Stelle, wo ich hingeschiftet habe, der Slot frei ist, dann bekomme ich irgendeine Zahl größer 0x00. Sorry, hier ist noch ein kleiner Fehler drin gewesen. Also, wenn das gleich 0x00 ist, dann weiß ich eben dementsprechend, dass das Bit benutzt, besetzt ist, denn ich muss ja beides auf 1 haben. Und wenn ich ja beides auf 1 habe, würde hier 1 ULL Bitshift Bitindex rauskommen. Ich kann ja auch einfach auf Ausrufezeichen gleich 0x00 prüfen. Und dann wäre dementsprechend hier der Slot valid. So. Wenn der Slot nicht valid ist, muss ich den weiter inkrementieren und modulo der Kapazität nehmen und dementsprechend dann von meinem predicteten Wert bis zum predicteten Wert minus 1 im Worst Case zu überprüfen, bis ich einen freien Slot gefunden habe. So, ist der Slot valid, muss ich dementsprechend das Bit jetzt hier an diesen Index hier mit oder gleich 1 UL Bitshift Bitindex setzen. Hiermit setze ich quasi das Bit in den aktuellen Bitset, was ich brauche und dementsprechend jetzt zu sagen, jetzt ist dieser Slot used. So, danach sage ich Setup Slot Parameters. Also jetzt muss ich quasi einstellen die Parameter des Slotes und zwar einmal den Pointer zu der Comment List ist die übergebene Comment List, der Return Pool ist der übergebene Pool, die Pointer Flag ist die übergebene Flag. Und danach kann ich sagen List Starte Executing, meinen Used Value inkrementieren und meinen Next Free Index ist der aktuelle Slot plus 1 Modulo der Kapazität, also der nächste Slot in meinem Array. Danach Return True ist alles abgegangen. Und jetzt executed meine Comment-Liste im Hintergrund und ja, dementsprechend macht die was. Können wir dann dementsprechend hier überprüfen. So. Hier ist der Konstruktor von den Async Allocator. Warum auch immer der da ist. Aber was ich hier mache, weil der private ist, genau. Weil es ein Singleton ist. Meine Capacity wird initialisiert. Ich mache hier mit malloc einmal das Array frei. Ich überprüfe, wie viele Flag-Words brauche ich. Das muss ich jetzt diesmal nicht mit Floor, sondern mit Zeil machen, also mit höheren Wert, weil jetzt muss ich ja dementsprechend hier Capacity durch Float, da würde ja dann dementsprechend 0, irgendwas rauskommen, wenn ich unter den 64 bin. Und dementsprechend mit Zeil muss ich hochgehen, um da dementsprechend einen von diesen Wörtern zu haben. Kann ich dann dementsprechend auch mit malloc allocaten. Danach kann ich sie mit memset einmal auf 0x00 setzen, um sie dementsprechend alle auf standardmäßig 0 zu setzen, also auf alle frei. Danach erstelle ich mir eine Thread-Handle mit createThread. Was hat createThread für Parameter? Da muss ich jetzt selber schauen. Security-Attribute braucht man nicht. Stack-Size ist 0, das heißt, er benutzt den Default-Wert. Dann hier einmal die Thread-Einstiegsproc, dann der LP-Void-Parameter, der Thread-Proc übergeben wird, ist in dem Fall this. Creation-Flags brauchen wir keine und Thread-ID-Pointer zu einem Word brauchen wir auch nicht, denn die Thread-ID, die interessiert uns einen Scheiß, in Anführungszeichen, brauchen wir nicht. Wenn das Ganze fehlschlägt, gibt es hier einen kleinen Error, Exception, sorry. Destructor funktioniert ähnlich, als allererstes sage ich mal meinen Thread, dass er aufhören soll. Dann sage ich wait for single object. Also ich warte jetzt auf ein Objekt und zwar auf meinen Thread, dass der fertig wird. Ich warte auf diesen Thread ganze 30 Sekunden. Wenn diese Funktion ein Timeout ist, das heißt der Thread konnte nicht beendet werden, muss ich den Thread forcen zu terminieren mit terminate thread mh thread minus 1. Das ist eine Funktion, die sollte im normalen Betrieb auf keinen Fall ausgeführt werden, denn das kann sein, dass Ressourcen, die der Thread belegt hat, nicht freigegeben werden. Wir nehmen unseren Thread mitten in der Execution weg. Das heißt, ich habe da noch was, gut, Stack kann ich natürlich freigeben, das ist kein Problem, aber es kann zum Beispiel sein, dass ich noch einen Lock, selbst wenn ich so einen hier, wie hat man es hier oben mit diesem Janitor, wird der mal gerne genannt hier, den Lockguard Janitor, selbst wenn ich damit einen Thread locke und dann in der Execution bin, ist der trotzdem nicht freigegeben, weil ich meinen Thread unter den, in meinem Programm während der Execution den Thread unter den Füßen wegziehe und dann fällt
unser Programm runter, aber oben sind die ganzen Ressourcen noch, die blockiert sind und das wollen wir eben nicht. Deswegen ist das hier erstes Mal nur mein Fallback. Deswegen muss ich hier auch mit Warnings Push, Disable und Pop dementsprechend die Warnings deaktivieren, weil sonst nervt er mich hier bei jedem Bild. Ja, auf jeden Fall, wenn das Ganze ausgeführt worden ist, kann ich ganz sicher den Thread einfach zumachen. Dann muss ich noch schauen, nutze ich im Moment, habe ich im Moment noch Comment Lists in meinen Async Comment Executor. Wenn das der Fall ist, haben die ja im Moment keine Referenz, dann muss ich die dementsprechend löschen. Gehe ich ja auch nochmal durch mein komplettes Array durch, durch meine komplette Capacity, hole mir einen Flag Index, einen Bit Index, schaue dann, ob der Slot dementsprechend used ist, also Ausrufezeichen gleich 0x0. Das war das, was ich oben falsch hatte, hier habe ich es richtig. Und dann lösche ich die Comment List hier mit Delete dementsprechend. Theoretisch könnte man, aber probably wird das eh nicht der Fall sein, dass ich mir irgendeiner Flag noch mitteilen muss. Nee, ich muss keiner Flag mitteilen, weil brauche ich nicht. Die Flag wurde zu dem Zeitpunkt eh schon lange freigegeben, weil bis ich hierhin komme, dass da der Destructor aufgeführt wird, wurde unser Programm schon beendet. Das heißt, Ressourcen wurden eh schon freigegeben, was eventuell eben ein Problem werden könnte. Es kann sogar sein, dass ich den eventuell hier sogar löschen muss. Wird sich aber zeigen, wie es in der Zukunft aussieht. So, danach noch meine beiden Mallocs wieder freeen und dementsprechend bin ich fertig. So, was macht die ThreadProc? Ich caste erstmal diesen Parameter zu meinem Async Comment Executor Pointer und rufe dann die interne ThreadProc auf. Was macht die interne ThreadProc? Solange ich nicht exiten soll, führe ich erstmal einen Sleep aus für eine Sekunde, denn ich möchte hier nicht standardmäßig durchhauen, weil wir sehen, hier haben wir einen Lockguard. Und wenn wir hier einen Lockguard haben, heißt es, dass wir hier die Liste blockieren. Wenn wir jetzt hier keinen Sleep haben, kann es das sein, dass wir das Lock zu oft locken, deswegen hier ein kleiner Sleep, um hier eben nicht unser anderes Programm zu beenden. Das heißt, der läuft quasi nur jede Sekunde ab. Also alle 60 FPS dementsprechend, und wer so unser Target irgendwann ist. So, als allererstes schaue ich natürlich überhaupt, ob ich welche habe, die ich nutze. Wenn ja, gehe ich hier nochmal durch und checke, ob der Slot überhaupt benutzt ist. Wenn der Slot benutzt ist, frage ich meine Comment List, ob sie gerade recordable ist. Wenn sie denn recordable ist, heißt das, dass sie mit der Execution fertig ist. Wenn sie mit der Execution fertig ist, kann ich sie auf einen Return Pool wiedergeben, und zwar auf den Pool, der übergeben worden ist. Denn my Pointer Comment List, diese Pointer Comment List waren ja die hier oben, das Async Pair. Und der hat einen Return Pool, auf den die Comment List wieder zurückkommt. Und auf diesen Return Pool gebe ich dementsprechend die Comment List auch wieder hin, denn da gehört sie hin. Da kommt sie her, da geht es auch wieder zurück. Das kann ja eventuell sein, dass wir 15.000 Manager haben in unserem Programm. Und ich muss ja wissen, auf welchen Pool von welchen Manager muss ich dementsprechend von meinen Singleton Async-Executor meine Comment List wieder zurückgeben. Deswegen brauchen wir mir hier diesen Return Pool speichern. Des Weiteren muss ich natürlich meiner Flag sagen: Hey, set completed, du bist jetzt fertig. Das ist hier dementsprechend die Flag, die ihm mitteilt, wenn die Comment List fertig ist. Danach muss noch hier mit ungleich BitInvert 1 BitShift BitIndex dementsprechend das Bit in meinem Bitset gelöscht werden. Und was ich jetzt noch mache, jetzt kann ich sicher sagen, dass mein neuer nächster freier Index mein I ist, denn ich habe den ja gerade fertig abgearbeitet. Das heißt, im Idealfall, wenn immer eine oder drei oder fünf executed werden, habe ich immer hier als nächsten Frame-Index einen gültigen Wert. Und selbst wenn ich diesen gültigen Wert hier nicht habe, wenn der schon wieder belegt wird, ist es doch recht wahrscheinlich, dass irgendwo in der Nähe auch ein Slot gerade frei ist. Klar, umso unterschiedlicher das Programm wird, umso länger braucht dann die Queue-Funktion, aber in dem Fall, ja. Ist halt leider nicht deterministisch, also es ist schon deterministisch mein Programm, aber es ist, also im Moment ist es noch deterministisch, aber es ist nicht so, dass. Ich kann aber die Deterministik von meinem Programm. Doch, ich nicht. Kann ich sie? Doch, ich kann sie nicht killen. Ich kann euch nachher zeigen, dass ich die Deterministik meines Programms im Moment, wenn ich jetzt quasi auf. Wenn wir es jetzt vergleichen mit dem Operating System Kernel Mode und User Mode, also dementsprechend Engine Level und dummer Programmierer Level. Wenn ich auf dummer Programmierer Level zum. Was falsch mache. Außer bei. Noch bei On Enable und On Disable. Da könnte es im Moment. Bei der On Enable und bei der On Disable und bei. Bei Init und Destroy kann ich die Deterministik meines Programms beenden. Also Deterministik heißt, dass ich Programm sicher zu einem Ende kommt oder dass ich sicher irgendwie ein Ergebnis bekomme. Die kann ich da zerstören, aber nicht in meiner Draw-Funktion. Die Draw-Funktion nicht, weil die ist ähnlich mit dem Thread geguardet. Einfach gehen wir wieder zurück zum Comment List Manager und schauen wir uns an, wie die Funktion
Result required later ausführt. Also, wie gesagt, ich checke erstmal meine Flag, ob die gültig ist. Und wenn das der Fall ist, schaue ich, ob ich mal auf meinen Async Comment Executor eine Execution queuen kann. Jetzt die aktuelle alte Comment List von meiner Proxy. Meinen Idle Pool, weil auf den Idle Pool, wenn die Comment List fertig ist mit Execution, dann ist sie ja idle. Und dementsprechend kann sie dann der Async Executor auf meinen Idle Pool draufgeben. Des Weiteren gebe ich hier noch einen Pointer zu der Flag mit, damit ich die dementsprechend auch setzen kann. Ist das nicht möglich, dass ich hier das Ganze queuen kann auf den Async Comment Executor, weil er zum Beispiel voll ist, execute ich jetzt. Weil later und jetzt ist zwar ein bisschen so ein Unterschied, dann execute ich jetzt. Und dann muss ich natürlich aber auch sicherstellen, dass ich hier dementsprechend mein Set completed auch ausführe. So, gut, dass ich Videos produziere, sonst würde mir das alles gar nicht auffallen. Erst wenn es Bugs gäbe. So. Und dann ist natürlich dementsprechend auch diese Liste auch fertig und kann wieder in einen eigenen Pool zurück. Ja, Return List haben wir schon gesagt. Interessant ist jetzt Execute Comment List. Als allererstes mal checke ich, ob ich gerade nicht in meinem Frame Record Status bin. Wenn ich nicht in Frame Record bin, dann ist das ein Problem, weil dann bin ich gerade in Flight. Danach locke ich meinen Pool, meinen Frame Pool und nehme mir die Pointer auf meine internen Pointer. Das sind die, die wir vorhin besprochen hatten. Die sind hier einmal der Pointer zum Array und einmal der Pointer zum Stock. Wo haben wir sie? Hier. So. Das überprüfe ich hier. Wenn ich das hier nicht hinbekomme, dann sage ich hier Throw Exception. Wenn ich das Ganze hinbekommen habe, muss ich ein Array aufbauen. Und zwar mache ich das Ganze hier mit U und I gleich 0 und gehe durch meinen Frame Stock Count durch. Das heißt, alle Frame-Stocks, die ich hier habe, also von meinem Pool, die Anzahl, die er gerade queued hatte oder im Pool drinnen hatte oder eigentlich im Stack. Weil eigentlich ist es ein... Ach, es ist egal. Was ich dann als allererstes machen muss, ist natürlich die Comment-List schließen, weil ich werde nachher einen gebundelten Execute auf DirectX ausführen, also schließe ich sie und packe sie in meinen Execution-Array, indem ich mir den ID3D12 Graphic-Comment-List-Pointer hole. So, danach sage ich execute comment list auf der comment queue und zwar execute pointer execution array, also das Array, was ich hier gerade aufgebaut habe, und dereferenziert my pointer frame stock count, also die Anzahl an comment lists, die gerade im frame pool drinnen waren. Als nächstes muss ich natürlich meinen Status auf state executing setzen. Ja, wie schaut Wait for Comment Lists aus? Als allererstes mal überprüfe ich, ob ich nicht executing bin, weil dann ist es auch wieder der falsche Zeitpunkt, die Funktion auszurufen. Danach warte ich für meine Comment Queue auf einen Wert, und zwar den ich hier bei execute bekommen habe. Dann weiß ich, das Ganze ist fertig. Danach muss ich alle Comment Lists hier freen, dereferenzieren Pointer Stock Count, die muss ich dementsprechend flushen und kann sie dann dementsprechend wieder mit Push in meinen Idle Pool zurückschieben. Danach setze ich noch meinen Stock Count auf 0 und sage meinen Frame Pool Unlock, um dementsprechend hier die Pointer wieder freizugeben, dass ich den wieder ganz normal nutzen kann, und sage, mein eigener Status ist jetzt Recording. So, jetzt sind wir mit den Gröbsten durch im Sinne von Executing. Haben wir ja alles besprochen. Hat auch seine Zeit gedauert und es war auf jeden Fall goldrichtig, das Ganze nicht zu sehr zu eng zu schieben. Denn was jetzt noch auf uns zukommt, ist der sogenannte Layer. Die Implementierung des Layers haben wir schon besprochen. Jetzt interessiert uns noch, wie ein konkreter Layer aufgebaut wird. So, ein Layer wird erstellt auf einen Kontext mit einer Width, einer Height und ein Pointer für eine Implementierung und eine sogenannte Affinity Mask. Was die Affinity Mask ist, reden wir gleich drüber. Wir schauen jetzt erstmal hier das Ganze durch. Ich habe hier noch einen Destructor, den ich dementsprechend brauche. Ich habe hier eine Funktion getResourceViewForBuffer. Wir haben hier Double Buffering, das heißt, ich habe zwei Frame Buffer pro Layer, um dementsprechend auf einen zu rendern und von den anderen, der fertig ist, zu lesen. Das sind auch hier drinnen, hier meine beiden Render Target View Buffer, um dementsprechend hier möglichst effizient zu arbeiten, soweit es geht. Wenn ich die Möglichkeit habe, wo effizient zu arbeiten, dann nutze ich sie, ohne es hier zu überkomplexisieren. Es ist eigentlich immer noch nicht optimal und möglichst gut, wie es hier geht, aber wir können jetzt zumindest teils das Potenzial von DirectX 12 ausschöpfen, denn wenn ihr Grafikprogrammierung lernt, dann habt ihr euch wahrscheinlich sicher zu DirectX 11 schon Videos angeschaut, weil DirectX 11
so schwierig, DirectX 12, so schwierig. Wo ist es so schwierig? Ach ja, C++ ist übrigens so schwierig, da irgendwo hier, also hier ist DirectX 11 und da irgendwie, da liegt so C++. Und irgendwo, ich glaube, da unten irgendwo liegt, glaube ich, noch Java rum oder so, oder Python. Naja, ich glaube, bei Python muss ich, glaube ich, noch ein paar Kilometer am Boden bohren. Und ich bin eh schon im Keller. Naja, ich kann den Resource View für den Buffer kriegen. Und zwar ist es eine Shader Resource View, denn ich muss ja nachher später in meiner Swap Chain zeichnen. Das heißt, ich muss aus meinem Frame Buffer eine Resource View generieren, eine Shader Resource View, eben eine Textur dementsprechend. Da gebe ich noch einen Index über, weil das Indexing wird später vom Layer Stack Manager übernommen, genauso wie das Drawing. Und der gibt dann eben seinen aktuellen Index hier mit über, dann haben wir hier keine Doppelungen drinnen. Die Funktion DispatchFrame und WaitForFrame funktionieren beide recht gut zusammen. Und zwar einmal DispatchFrame, muss ich Ihnen einmal LayerFrameInfo übergeben. Das haben wir ja gesehen, einen CommentListManager und einen BufferIndex. CommentListManager haben wir gerade besprochen, also der, der die ganzen CommentLists behält. LayerFrameInfo hatten wir auch besprochen, das war hier das mit FrameIndex, FrameStartTime und DeltaMillisekundenTime. Und den BufferIndex genauso wie hier oben, um eben zu wissen, auf welchen dieser zwei Buffer, die ich hier habe, das Ganze ausgeführt werden soll. Also DispatchFrame wird so gemacht. Dann noch eine kleine Funktion WaitForFrame, die eben abwartet, bis eben der Frame, der dispatched worden ist, fertig ist. Denn auch dieser Frame funktioniert in seinem eigenen Thread. Wir haben hier wieder eine ThreadProc und eine InternalThreadProc. Sowie hier eine ThreadHandle und tatsächlich hier auch mal eine ThreadID, weil das könnte eventuell wichtig sein, weil das möchte ich dann eventuell später in irgendeinem Debug-UI anzeigen. So. Dieser Thread braucht ein paar Informationen zum Arbeiten und dafür habe ich hier dieses Private Struct, und zwar LayerWorker Payload habe ich es in dem Fall genannt. Und zwar hat dieser Payload, also die aktuelle Aufgabe, auf der der arbeitet, einmal so eine LayerFrame-Info, wie wir hier haben. Achtung, kein Pointer. Denn hier kopieren wir, denn ich möchte nicht, dass hier irgendein Layer, irgendeiner, der eine blöde Implementation schreibt, hier meine komplette LayerFrame-Info für alle nachfolgenden oder alle concurrent laufenden Layer korrumpiert. Deswegen kriegt jeder Layer später ein Copy hier drauf. Dann Pointer zum Comment-List-Manager, der ist managed, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Das gleiche wie der Frame-Buffer ist nicht managed, aber der Frame-Buffer ist unique für meinen Layer, deswegen habe ich auch kein Problem. Und der Comment-List-Manager ist eben dem im Fall managed. Und deswegen brauchen wir hier kein Problem. Ja, was habe ich? Ich habe hier erstmal einen Worker-Payload. Den besprechen wir gleich, da so weit gehen wir jetzt noch nicht. Wir haben hier einmal den Pointer zu meiner Implementierung, Thread Handle, Thread ID, noch ein Bool Thread Should Exit, meine beiden Buffer und einen GXUtil Worker Payload. Was bitte ist ein Worker Payload? Also, es ist wieder ein kleines Objekt der Concurrent Programmierung, in dem Fall kein Lock, sondern eben ein Worker Payload vom Typ T, also ein Template. Deswegen alles schön nachher dabei. Was haben wir jetzt hier für verschiedene Sachen? Ich habe hier einmal eine Flag Start, eine Flag Completion und ein Parameter. Der Parameter ist vom Typ T, also von dem Typ, den ich haben möchte. So, ich habe jetzt eine Start Flag und eine Completion Flag. Ja, was haben wir für ein Problem? Wir haben im Moment einen Hauptthread, der irgendwas arbeitet, und wir haben einen Worker Thread, der später die Arbeit erledigt. So, wir müssen irgendwie unseren Worker Thread sagen, beginne deine Arbeit, und der Worker Thread muss uns dementsprechend wieder sagen, ich bin fertig. Und dafür habe ich eben diesen Worker Payload geschaffen, denn ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschafft. Einmal dieser Synchronisierungsmechanismus und auf der anderen Seite noch den Mechanismus, um eben diesen Parameter dementsprechend auch noch vor Concurrent Access zu guarden. Ja, schauen wir uns das Ganze an. Worker Payload standardmäßig wird hier Test and Set für Completion gesetzt, weil standardmäßig sind wir einfach mal fertig. Und wir clearen unseren Start, das heißt Start Condition ist nicht met, aber Completion ist met, weil dementsprechend wir am Anfang einfach fertig sind, weil noch keine Operation durchgeführt worden ist. Es ist nur ein kleiner Witz, damit ich dementsprechend ganz am Anfang schon mal Wait for callen kann, ohne dass ich dann ein Problem kriege. Ja, des Weiteren wird hier nochmal der Parameter komplett einmal auf 0 geleert. Ja, was mache ich bei Start Work? Bei Start Work lösche ich als allererstes die Completion Flag. Denn jetzt bin ich nicht mehr fertig. Das heißt, Completion gelöscht, ich bin nicht fertig. Danach setze ich meine Start Flag, das heißt, ich soll anfangen. Reihenfolge hier ist wichtig, weil sonst kann es sein, dass wir hier Clear ausführen
und dann irgendein anderer hier schon wieder auf die Completion Flag abprüft, obwohl die Start Flag noch nicht gesetzt wird. Deswegen erst clear, dann set. Das gleiche bei Complete Work, da clear ich als erstes meine Start Condition und setze danach meine Completion Condition. Denn Abfragen haben wir nur Require Start, die eben überprüft, ob meine Start Condition benötigt wird. Und ist dann, der eben überprüft, ob mein Done gesetzt wird. Des Weiteren habe ich hier einmal noch Get-Parameter, um T zu bekommen mit Copy, Set-Parameter, um T zu setzen mit Copy und einmal noch T-Pointer, um den Pointer eben auf den internen Parameter zu bekommen. Ganz wieder mit Atomic Flex gelöst, wie gesagt, und das ist mein Worker-Payload. In dem Fall ist der vom Typ Layer-Worker-Payload. Also ganz normal, wir haben hier einfach Worker-Payload vom Typ Layer-Worker-Payload, also wir haben hier dieses Struct hier verpackt. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt in der Implementierung, wenn ich nicht blind wäre, da ist ja. Also als allererstes mal erzeuge ich natürlich meine Framebuffer mit meinem Kontext, with height. Ich glaube Resize habe ich noch gar nicht drinnen, das muss auch nochmal rein, das habe ich vergessen bisher. Hier mit Buffer Texture Render Target dementsprechend wird hier der Framebuffer initiiert. Meine Implementierung wird initialisiert, das ist quasi der Konstruktor, der hier aufgerufen wird. Ich streame einen Namen für meinen Buffer 1 und zwar hier Layer, mein Layer-Name von der Implementierung, Hashtag 0, mein Layer-Implementierungsname, Hashtag 1. Die Namen werden dementsprechend für die jeweiligen Buffer, Buffer 0 und Buffer 1 gesetzt, damit ich später in Inside Graphic einfach das Ganze schön drinnen stehen habe. Hier könnte ich das Ganze eigentlich nochmal mit so, können wir nochmal machen hier, if defined debug. If defined, so jetzt heißt es auch richtig. Und end if. So, dann ist das Ganze auch nochmal nur ein Debug drinnen. Und der nächste Schritt ist jetzt den Thread zu erstellen. Jetzt wird es ein bisschen interessanter und zwar wieder Null und Null, Standardparameter. Meine Threadbook, diesmal vom Layer Stack Manager, auch wieder der ThisPointer. Aber jetzt gibt es eine kleine Flag und zwar create suspended. Standardmäßig, wenn ich create thread aufrufe, führt er direkt die Threadprog aus. Was ich hier mache, ist create suspended, das heißt, der Thread steht noch. Das heißt, er läuft nicht. Er läuft nicht direkt an. Des Weiteren eben einen Pointer auf meine Thread-ID, um eben die Thread-ID abzufangen. Wenn es hier ein Fehler ist, dann fange ich das Ganze auch nochmal ab. Ja, warum habe ich diesen Thread suspended erstellt? Weil ich die Affinity Mask setze. Die Affinity Mask ist eine Maske, eine Bitmaske, die festlegt, auf welchen Kern dieser Thread laufen soll. Das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ein D-Word Pointer. Jetzt D-Word ist, glaube ich, 32 Bit, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 64, ich glaube 32. Das ist einfach eine Bitmask, wo ich jedes besetzte Bit steht eben für Prozessor Bit 0, dementsprechend für Prozessor Kern 0 und Bit 32, 231 für Kern 31-32, wie man eben zählt, ob Zero-Based oder nicht Zero-Based Indexing. Sollte auch eigentlich immer gehen, wenn wir damit fertig sind, sage ich noch Resume Thread, um jetzt dementsprechend den Thread zu starten, weil er war ja suspended bisher. Das heißt, er wird erstellt, nicht gestartet, bekommt eine Affinität und wird dann direkt auf dem richtigen Kern gestartet. So, die Structure ist ähnlich. Ich überprüfe erstmal, ob mein Thread überhaupt noch offen ist. Danach sage ich meinen Thread, er soll aufhören. Danach waite ich auf den Thread. Hier in dem Fall, das kann man eigentlich eben auch mal auf 30 Sekunden hochstellen. Wenn das hier ist das gleiche wie vorhin, outtimed, dann wird er terminiert. Das hier minus 1 ist übrigens der Exit-Code vom Thread. Den müssen wir eventuell nochmal umstellen, wenn das doch, ich glaube, den müssen wir umstellen. Den machen wir auf minus. Nee, den machen wir auf minus 1. Ich tue an einer anderen Stelle gleich nochmal was ändern. Danach wird der Thread geclosed, geunsettet und dann dementsprechend noch der Destructor von meiner Implementierung, also Destroy, aufgerufen. Ja, wie sieht meine Thread-Proc aus? Wie ihr seht, ist diese etwas komplizierter. Warum ist das so? Werden wir gleich sehen. Und zwar schauen wir uns jetzt erstmal an, was hier passiert. Standardmäßig passiert hier wieder nur ein Aufruf auf meine interne Thread-Proc. Wir aber springen das Ganze mal, kommen wir gleich dazu, wir schauen uns jetzt die interne Thread-Proc an. So lange der Thread nicht aufhören soll, überprüfen wir unseren Worker-Payload, ob wir starten sollen. Wenn das der Fall ist, extrahieren wir aus unserem Payload meine Pointer-Info und meinen, ich glaube, den schiebe ich mal eine Zeile nach oben, Pointer-Buffer. Da gibt es noch eine Tastenkombination in Visual Studio, aber ich vergesse die immer wieder, ich benutze die selten.
meinen Buffer und meine Info extrahiere ich. Des Weiteren erstelle ich mir eine Commentlist-Proxy, das haben wir vorhin gesagt, das ist dieses Access-Objekt, was eben da sicherstellt, wenn ich Execute ausführe, dass das irgendwo demnach, wie ich es gerade haben möchte, im Hintergrund oder direkt oder Async oder am Ende des Frames eben gequeued oder ausgeführt wird und mir direkt eine neue Liste gibt. Dieses Objekt erzeuge ich hier für meinen Manager. Das ist eben das, was ich gesagt habe, das Objekt ist hier Managed, deswegen müssen wir hier nicht überprüfen, dass wir einen Concurrent Access drauf haben. Also per Payload hier kriegt ein Manager, aus dem Payload der Manager für eine Proxy. Und was ich dann hier sage, ist execute work, und zwar rufe ich jetzt auf meine Implementation die Draw-Function auf mit Pointer Info, Proxy und Buffer. So, wenn diese Draw-Function returnt und meine Proxy dirty ist, das heißt, ich im Moment noch Comments habe, die nicht ausgeführt worden sind, lasse ich meine Proxy nochmal ausführen. Warum mache ich das und vertraue nicht auf den Destructor? Weil ich hier meinen Completion signalisiere. Und wenn ich meine Completion signalisiere, kann es eventuell sein, dass der Manager dann schon gar nicht echt, dass der Manager executed wird, bevor die Proxy executed wird, weil das Ganze ja async läuft in verschiedenen Threads. Deswegen hier das Ganze nochmal abgeprüft, bevor ich dann meinen Payload sage, ich bin fertig. So, wenn das Ganze durch ist, machen wir hier nochmal Pause Execution. Wie können wir eigentlich mal hier einen Else reinpacken, weil eventuell ist es zwar nicht unbedingt sehr sicher, dass es jetzt eigentlich ist es egal, weil ich bin danach ziemlich sicher erst einmal in der Pause-Condition drin, machen wir trotzdem Else. Ja, wenn das alles so durchläuft und ich irgendwann hier rausgehe, return ich 0, alles okay. So, jetzt sehen wir aber hier, dass wir Draw callen. Und Draw ist eine Funktion, die hier... Was hast du denn jetzt für ein Problem mit dem Timestamp? Achso. Die Funktion wird ja von irgendeiner anderen Klasse hier überschrieben und wir wissen nicht, ob derjenige Fehler drin macht oder ob der Exceptions nutzt oder ob der Funktion von uns aufruft, die Exception machen. Denn wenn hier, hoppala, wenn hier in einen Thread eine Exception generiert wird, geht das Ganze nicht durch unser Exception Handling, hier Exception Handling, in unserer WinMain. Denn die WinMain ist ja dementsprechend in einem anderen Thread. Das heißt, der Thread hat seine eigene Main und deswegen braucht er auch sein eigenes Exception Handling. Und das habe ich hier eben gemacht in der Haupt-Thread-Proc. Als erstes Mal erzeuge ich eine leere Exception, eine Exception Output. Exception hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Die hat jetzt einen Default Constructor bekommen. Die heißt jetzt dann Unknown Exception für einen Unknown Fail und File und Line Number minus 1. Und was eben dementsprechend hier passiert, wenn hier in diesem Call, also in diesem Return, was passiert, was nicht richtig ist, dann wird dementsprechend hier verschiedene Catch ausgeführt. Das allererste Mal eine Geeks-Exception. Das ist natürlich das Beste, wenn ich eine Geeks-Exception habe. Das ist unsere eigene, kann ich es direkt überschreiben. Wenn ich eine H-Result bekomme, schon mal besser, dann kann ich hier eine normale Exception draus generieren. Also eine von uns. Eine STD-Exception ist okay. Ist auch okay, kann ich auch eben mit dem String-Stream eine Exception für uns generieren. Problematisch ist nur hier, irgendwas, was ich nicht kenne, wurde gethrowed. Hier muss ich nichts tun, aber auch keinen Strichpunkt setzen. Denn hier kann ich meine standardmäßige Unknown Exception zurückgeben. Und da haben wir es jetzt nämlich auch schon. Ich habe jetzt hier diesen Payload nochmal missbraucht. Deswegen hier dieser Payload für eine GX-Exception in dem Fall, um die Exception zurückzuhandeln. Und zwar in dem Fall setze ich hier den Parameter auf Exception Output und sage Start Work. Das heißt, sobald hier dieser Payload Start-Work-Condition bekommt, weil ich habe eine Exception gehabt. Des Weiteren return ich minus 99, weil jetzt hatte ich ein Problem. Deswegen auch nicht minus 1, dass ich das unterscheiden kann, mit was Terminate ist und was Exception ist. Ja, wo wird das Ganze abgefangen? Das Ganze wird abgefangen zum einen in Dispatch-Frame und Wait-For-Frame. Das ist auch die nächste, worüber ich gerne reden möchte. Wir sehen hier, als allererstes schaue ich nach, ob ich die Startkonditionen bekommen habe, ob mein Worker Payload immer noch Start hat. Genau, Require Start heißt, im Hintergrund ist erst noch nicht finished. Eigentlich ist das dumm. So, wenn mein Worker Payload nicht done ist, also erst noch nicht fertig, dann muss ich erstmal auf meinen Frame warten. Das sehen wir gleich, wie das implementiert wird. Ansonsten können wir Frame ganz normal starten mit memcopy. Meine Frame Info in meine Payload nehme ich
die übergebene Pointer zu Frame-Info und die Größe eines Frame-Info-Structs. Das heißt, hier mache ich den Copy, dass ich da nicht irgendwas korrumpiere. Des Weiteren setze ich den Pointer für den Comment Manager und setze auf den Buffer Index für meinen Frame Buffer. Hier könnte ich noch ein Index-Checking machen, das habe ich mich aber in dem Fall. Das ist eigentlich egal. Machen wir noch ein nettes Index-Checking rein hier. Zack. Oh. Throw Exception. Buffer Index out of range. So. Und dann sage ich meinen Payload Start Work, weil jetzt dementsprechend muss mein Thread mitkriegen, dass ich anfangen soll zu warten. Ja, wait for frame, solange ich nicht fertig bin, pause. Und wenn der Exception required ist, das heißt, wenn ich jetzt, während ich im Pause drinnen bin, ich arbeite, es ist irgendwie eine Dauerschleife, irgendwo, weil noch ein anderer, weil ich auf nochmal irgendeine andere Kondition warte, ich erreiche irgendeine maximale Wartezeit, meine Layer-Implementation generiert eine Exception, das läuft durch bis in die Threadman, generiert eine Exception. Dann muss auch dementsprechend hier in der While vom Wait abgefangen werden. Das heißt, wenn die Exception, der Payload Exception Require Start benötigt, wird hier ein Throw von der Exception dementsprechend ausgeführt. Eigentlich, warte mal, ich wollte das doch in Dispatch Frame eigentlich auch haben. So. Haben wir das hier auch noch drinnen? Schauen wir uns noch die letzte Funktion an, Get Resource View for Buffer, auch nur ein Buffer-Check. Schauen, ob mein Buffer im richtigen Modus ist. Dann schaue ich natürlich erst einmal, hier haben wir das Exception Throw. Ach, da habe ich mein Exception Throw drin, da soll es aber gar nicht rein. So, ich dachte mir doch, ich habe das irgendwo reingepastet. So. Nee, da muss ich eine View generaten und zwar hier von meinem Buffer eine Shader Resource View für diesen Handle. Das ist eben das, was später eben der Manager aufruft und dann eben seinen fetten Descriptor Heap aufzufüllen, den dann an die Root Signature zu binden, um dann dementsprechend die ganzen Layer übereinander zu zeichnen mit Draw Instanced. Ja, eigentlich ist Instance blöd. Eigentlich müsste ich das fast sogar nur im Pixel Shader machen. Ja, ich mache das nur im Pixel Shader, nicht Draw Instance, normaler Draw. Ja. Dispatch Frame haben wir jetzt alles besprochen. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich sogar durch. Jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal anschauen, wie das Ganze denn verwendet wird. Als allererstes Mal habe ich hier eine kleine Implementierung geschrieben. Sorry. Und das hier ist auch ein. Ich bin ja blöd. Ein Com Release eigentlich. So, was mache ich in meiner Implementierung? Ich übergebe einen Kontext, den brauche ich für meine Implementierung. Der wird intern abgespeichert. Des Weiteren erzeuge ich einen Layer namens TestLayer. In meiner Init-Function erhöhe ich meinen Ref-Increment auf meinen Kontext, hole mir von meinem Kontext ein Device, schreibe mir einen Descriptor-Heap, und zwar einen Render-Target-View-Heap mit einem Descriptor, weil ich möchte jetzt ja gleich auf meinem Buffer rendern. Beziehungsweise ich möchte erstmal clearen. Erzeuge diesen Descriptor-Heap und sage dann hier, com release device brauche ich nicht mehr. Destroy natürlich dementsprechend auch, com release für einen Heap und decrement ref für meinen Kontext. So, das war es eigentlich schon. Interessant ist jetzt, was in dieser Draw-Funktion passiert. Ja, sehen hier, ich erzeuge erstmal Render-Target-View für meinen Buffer auf meinen Descriptor-Heap. Theoretisch, da muss ich nochmal schauen, eventuell werde ich noch eine kleine Pre-Init oder in der Init-Function schon mal das Array an den Buffer übergeben, dass ich eventuell da schon die Render-Target-View erzeugen kann, weil der Buffer wird sich, doch der Buffer ändert sich. Der Buffer kann sich ändern. Da müsste ich dann mit Bad oder so, da müsste ich dann irgendwie mit Version-Counting arbeiten. Müssen wir schauen, wie ich das dann löse. Weil natürlich möchte ich hier das CreateRTV so wenig selten wie möglich aufführen und eigentlich nicht unbedingt gerne für jeden einzelnen Frame. Im Moment ist es noch okay. Ja, dann wird natürlich erstmal der Resource Barrier ausgelöst, weil das wird jetzt Render Target. Danach erzeuge ich mir hier einen kleinen Clear Value, der kann auch dementsprechend static sein. Oder eigentlich kann der sogar const static sein. Denn dann kann ich hier sagen OMZ Render Targets,
Und zwar einmal meinen, von meinem Heap. Dann sage ich Clear Render Target View auf diese Farbe hier, also in dem Fall Rot. Und sage dann Resource Barrier Generic Read, damit er dementsprechend im richtigen Status ist, um später dann eben auf den Layer Stack gezeichnet zu werden. So. Wenn wir das Ganze jetzt starten, sehen wir nichts. Habe ich euch ja schon mal gesagt, wir schließen das. So. Brauche jetzt ein bisschen, weil er eben auf die Threads, besonders den einen Thread, der diese eine Sekunde Delay hat, auf den muss er warten. Das heißt, Worst Case müssen wir eine Sekunde, nachdem wir auf X geklickt haben, warten, bis das zugeht. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in Endside Graphics an. Ja, jetzt wird er gleich wieder meckern, dass er meine GPU nicht kennt. Und jetzt sage ich dementsprechend hier Frame Capture. Und jetzt schauen wir uns hier einmal die Ressourcen an. Und wir sehen, wir haben hier tatsächlich einen Frame Buffer. Und zwar, jetzt muss ich hier nur umschalten in Details. Und zwar, ich habe mir das doch neulich so schön konfiguriert, als ob du das Fensterlayout nicht merkst. Okay. So, und zwar habe ich jetzt hier Frame Buffer, Doppelpunkt, Layer, Test Layer, Hashtag 0. Frame Buffer, Layer, Test Layer 1. Das heißt, sie sind jetzt hier erstens mal schön benannt. Genauso wie mein Backbuffer. Ich habe hier meinen schwarzen Backbuffer und habe hier dementsprechend meinen Test Layer 1 Buffer 0 und meine Buffer 1. Wir sehen hier, der Buffer 1 hat zwei Revisionen, weil den haben wir scheinbar in diesem Frame neu gezeichnet oder gecleared. Das heißt, der war gerade in den Frame dran. Jetzt hier auf Next Frame gehen, sehen wir, dass jetzt dieser Buffer, der 1er Buffer Layer, also Buffer 0, dass der jetzt zwei Revisionen hat, weil der jetzt geklärt worden ist. Also wir sehen, das Double Buffering funktioniert. Nur unser Backbuffer ist nicht rot. Warum ist der nicht rot? Weil wir dementsprechend auf diesen Backbuffer noch nicht zeichnen. Schön und gut. Ich möchte euch jetzt natürlich schon noch mal einmal, bevor wir das Video beenden, erzählen, wie theoretisch der Layer Stack Manager funktioniert. Im Prinzip erzeuge ich hier zwei Manager, weil ich hier ein Double Buffering habe. Erzeuge hier einen Layer auf meine Implementierung. Erzeugt eine Info, eine Stopwatch, der Manager 0 wird erstmal executed, das ist wichtig, dass der Nuller erstmal seine Execution fertig hat, damit der eben recordable ist. Dann warte ich hier auf den Nuller, warte ich, deswegen muss ich den hier executen. Dann inkrementiere ich meinen Frame, berechne meine Delta Time, meine Frame Start Time, resette meine Watch und starte meine Watch wieder, warte für den Frame, dispatche den Frame und execute die Comment List. Dann passiert hier unten, wäre dann jetzt hier mein To-Do Draw Layer Stack. Blablabla, Resize fehlt in dem Fall auch noch. Hier wäre es To-Do, Resize, Layer, Stack. Und danach muss das Ganze dementsprechend noch gelöscht werden. Genau, mein Async Comment Executor destroy ich natürlich auch und initialisiere ihn. Ich initialisiere ihn hier mit 24 Comment List Slots. Eigentlich wäre es sogar am besten, ihn auf 48 zu nehmen, also die Summe aller Manager-Slots, die in dem Fall jetzt hier pro Manager 24 sind, um eben keinen Überlauf zu verhindern von dem Executor. Würde jetzt halt in dem Fall 48 mal 8, 16, 32, 64, 8 Bytes verbrauchen. Kann man sich ausrechnen, ich bin kein guter Kopfrechner. 8 mal 48 ist 384 Bytes. Das sind 0, böse gerundet, nicht mal 0, also nicht mal, also wirklich böse gerundet, 0,4 Kilobyte, also nix quasi. Natürlich muss man mal schauen, ob es einen das wert ist und müsste halt dann da das Ganze, sollte man natürlich als Parameter exposen und dann kann man das genau für jedes Game und für jedes Setting eindialen, damit es dementsprechend läuft. Tatsächlich haben wir das Ende des Videos erreicht. Finally. Wieder mal ein bisschen länger geworden, aber ein bisschen mehr kompliziertes Sache. Ich habe auch jetzt wirklich lange kein Video gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, konstant, ich hatte einen Layer Stack Manager geschrieben, hatte ich, glaube ich, so 3-4 Stunden investiert. Da war scheiße, habe ich komplett gelöscht. Dann habe ich jetzt in den aktuellen, sind jetzt mal, was sagen wir, 8 Stunden plus 2 Stunden Video, also 10 Stunden gut, steckten da jetzt bisher drinnen an Architektur. Viel nachdenken, gut, ganz kann man es natürlich nicht zeigen, weil ich natürlich immer was nebenbei noch anderes gemacht habe und ja. Bedanke mich fürs Zuschauen. Schneide ich das Ganze heute noch? Na.
Bis zum nächsten Mal.